Es ist Donnerstag, der 13. Februar 2014. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Heute haben wir in der Sendung drei verschiedene Themen. Als erstes wird es gleich live Interview um die Ukraine gehen. Dazu werde ich nachher Frau Elke Fimm, die erste stellvertretende Vorsitzende der Partei Büso, begrüßen. Danach folgt eine Synchronisation eines inzwischen berühmt gewordenen Telefonats der amerikanischen Vizeaußenministerin mit dem amerikanischen Botschafter in der Ukraine. Die deutsche Synchronisation, dass wir die einspielen, haben wir die ausdrückliche Erlaubnis von Herrn Nikolai Alexander, der den YouTube-Kanal Reconquista Germany hat, bekommen. Als drittes wird es gehen um die Lage in Griechenland. Dazu, das ist eine Aufzeichnung, haben wir vor der Sendung gesprochen mit ehemaligen griechischen Botschafter oder Botschafter im Ruhestand, Herrn Leonidas Chrysantopoulos, der heute Mitglied im Bundesvorstand von der griechischen Partei EPAM ist. Als erstes darf ich live Frau Elke Fimm begrüßen. Guten Abend, Frau Fimm. Ja, guten Abend. Frau Fimm, Ihre Partei Büso hat sich intensiv mit der Ukraine beschäftigt. Was hat nach Ihrer Analyse zum Euromaidan geführt, zu dem Beginn dieser Proteste? Naja, also man kann sicherlich sagen, dass sozusagen der akute Auslöser die Tatsache war, dass eben der die ukrainische Regierung, der ukrainische Präsident nicht das EU-Assoziierungsabkommen in Vilnius unterschrieben hat, was eigentlich bei dem Osteuropa-Gipfel damals auf der Tagesordnung stand. Und danach ging es ja gleich los mit den Protesten. Aber man muss sicherlich die Gesamtdynamik und den gesamten Zusammenhang dieser Proteste und dieser Entwicklung sehen. Der russische Präsident Putin hat ja relativ rasch danach gesagt, dass es sich dabei eigentlich um einen Prozess handele, der eigentlich erst vorgesehen gewesen sei, kurz vor den ukrainischen Präsidentschaftswahlen, was also dann noch ungefähr ein paar Monate mindestens gedauert hätte, aber dass das vorzeitig aktiviert worden sei, eben nachdem dieses Assoziierungsabkommen dann nicht unterzeichnet worden war. Und was hat es jetzt damit auf sich? Es hat damit auf sich, dass sozusagen ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde, denjenigen geopolitischen Kreisen im Westen, sprich in den USA, sprich in der EU und auch in der NATO, die eigentlich sich schon auf der sicheren Seite wähnten, nämlich dass sie die Ukraine komplett herausbrechen könnten aus einer jeglich gearteten Assoziation mit Russland, und eigentlich ihre Pläne schon sozusagen in der Tasche sahen für eine Integration mit der NATO, was im Kontext zu sehen ist mit der allgemeinen Einkreisungspolitik gegenüber Russland. Und zum anderen hätte also die Unterzeichnung dieses Assoziierungsabkommens bedeutet, dass die Kräfte im Westen, die Finanzkreise, die schon seit 1991 eigentlich da sehr aktiv dran gearbeitet haben, die Ukraine zu deindustrialisieren, dann sozusagen den letzten Schlag hätten machen können und eben die Ukraine in den globalisierten Finanzraum des transatlantischen Finanzsystems und Wirtschaftssystems hätten eingliedern können. Und das offenbar ist dem ukrainischen Präsidenten und der ukrainischen Regierung sehr deutlich gewesen, dass das keine gute Idee sei. Und deswegen haben sie das dann vorgezogen, dieses Assoziierungsabkommen nicht zu unterzeichnen. Und das ist, glaube ich, der große Rahmen, den man sehen muss, der dann also sozusagen wie auf einen Knopfdruck dann diese ganzen Proteste, die ja also wirklich eine Vielzahl von Organisationen beinhalten, die von sehr langer Frist aufgebaut worden sind vom Westen, dann in Aktion versetzt haben. Ich denke, es hat ja wahrscheinlich auch inhaltliche Gründe, dass der ukrainische Präsident Herr Janukowitsch von der Partei der Regionen es zumindest erst einmal nicht unterzeichnet hat oder gar nicht unterzeichnen wollte. Was ist Ihnen denn zu den Inhalten dieses Entwurfs des Partnerschaftsabkommens bekannt? Und wieso hätte das die Ukraine so stark an die EU oder auch an die NATO gebunden?
Naja, das ist ja so, dass praktisch das alles im Rahmen dieser sogenannten östlichen Partnerschaft der EU lokalisiert ist, die praktisch, da geht es ja um 6 ehemalige Sowjetrepubliken, also Armenien, Aserbaidschan, Georgien und dann die 3 ostmitteleuropäischen Staaten, Weißrussland, Moldawien und die Ukraine. Und bei diesen sogenannten Assoziierungsabkommen ging es ja gar nicht um eine volle Mitgliedschaft in der EU, also irgendwelche Vorteile, die man eventuell noch hätte aus der EU sich ausdenken können, wobei das jetzt wieder ein anderes Thema ist, oder die Vorteile überhaupt sein sollen. Aber der Kern davon ist ja ein sogenanntes umfassendes Freihandelsabkommen. Und das Hauptziel von dieser sogenannten östlichen Partnerschaft der EU ist eben die Ukraine gewesen. Und man kann sagen, dass eben dieses Assoziierungsabkommen die ukrainische Industrie vollständig zerstört hätte, die sowieso schon seit 1991 massiv ruiniert worden ist, von ihrer früher wirklich guten Stellung in Bezug auf Maschinenbau und verschiedene andere Bereiche. Dann wäre der Handel mit Russland zusammengebrochen, weil Russland selber dann eben auch das eigene Freihandelsabkommen mit der Ukraine hätte kündigen müssen, um sich gegen die Überschwemmung der russischen Märkte dann durch europäische Produkte zu schützen. Und außerdem hätten europäische Konzerne dann die Agrar- und Rohstoffexporte der Ukraine an sich gerissen. Plus natürlich diese ganze Sparpolitik, die wir jetzt aus dem Troika-Diktat schon aus den Mittelmeerländern kennen. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass dieses sogenannte Assoziierungsabkommen eben auch eine sogenannte Konvergenz in Sicherheitsfragen vorgesehen hat, vorsieht und eine Integration in das europäische Sicherheitssystem. Und das hätte eben auch bedeutet, zum Beispiel, dass die Abkommen über die Nutzung der ukrainischen Schwarzmeerhäfen durch die russische Flotte gekündigt würden. Und letztendlich hätte es auch bedeutet, dass die NATO ihre Truppen unmittelbar an der russischen Grenze stationieren könnte. Und das sind also alles, es ist ein ganzer Komplex, den man zusammen sehen muss. Also die sicherheitspolitische Komponente, aber auch die wirtschaftliche Komponente. Und da würde ich an dem Punkt auch ganz gerne noch mal hinzufügen, dass es ja auch, dass es ja darum ging, dass die EU die Ukraine massiv unter Druck gesetzt hat, sich zu entscheiden, entweder für die Eurasische Wirtschaftsunion, die Zusammenarbeit und Zollunion mit Russland, oder eben zwischen dem Assoziierungsabkommen für die EU. Also die EU hat ja darauf bestanden, dass nur das eine oder das andere geht, wohingegen die russische Position von Anfang an war, dreiseitige Gespräche zu haben zwischen EU, Russland und der Ukraine, um das Ganze irgendwie im gegenseitigen Einvernehmen zu regeln. Aber das war im Grunde ein Ultimatum von Seiten der EU, was, wie gesagt, dann katastrophale Konsequenzen gehabt hätte eben für die Ukraine. Und vielleicht können wir später nochmal auf diese andere Perspektive eingehen, denn es ist ja schon sehr, sehr interessant, dass die sogenannte Eurasische Wirtschaftsunion, die ja im Januar 2015 dann aus der Taufe gehoben werden soll, also wo zuerst mal Russland, Weißrussland, Kasachstan dran mitarbeiten, wo die Ukraine auch Beobachterstatus beantragt hat, dass das ja ein Wirtschaftsraum ist, der als Wirtschaftsraum zusammenarbeiten soll, wo es vor allen Dingen darum geht, nicht mehr einfach nur Rohstoffe, Agrarprodukte hin und her zu schieben, sondern eben zum gegenseitigen Vorteil Hochtechnologiegüter zu exportieren und eben tatsächlich auch große Infrastruktur und andere Projekte gemeinsam zu machen, was im Übrigen auch in den Gesprächen von ukrainischen Regierungsvertretern in Russland dann im Dezember auf der Tagesordnung stand und wo es auch um wichtige wirtschaftliche und also Technologiezusammenarbeit mit Russland ging und auch mit diesen anderen Ländern. Und wenn man sich erinnert, der Präsident Janukowitsch war ja dann auch im Dezember gleich in China und hat da auch wichtige Abkommen geschlossen und hat also in dem Zusammenhang dann auch die Konzeption der Seidenstraße unterstützt, nämlich der realwirtschaftlichen Entwicklung mit großen Projekten des ganzen eurasisch-pazifischen Raumes. Und das ist eigentlich der Gegenentwurf, der diesen monetaristischen Kreisen im eigentlich bankrotten transatlantischen Finanzsystem und auch in der EU ein totaler Dorn im Auge ist, weil da tut sich was, da wird aufgebaut und sie können ganz einfach ja nicht mithalten, weil dieses Finanzsystem im Westen ist de facto ja bankrott, das ist ja nur noch Spekulation.
Und das ist eigentlich so der große Rahmen, wieso da so erbittert bekämpft wird. Sie hatten eben Finanzkreise erwähnt im Westen, die da Interessen haben im Zusammenhang mit diesem Partnerschaftsabkommen. Können Sie da konkrete Organisationen nennen oder Bestrebungen? Naja, es ist eigentlich mehr eine gesamtpolitische und strategische Ausrichtung. Also mal abgesehen davon, dass natürlich, wie gesagt, europäische Konzerne da, also gerade was die Agrarproduktion angeht in der Ukraine, also da nur ganz, also wirklich scharf drauf sind, das auch noch unter Kontrolle zu kriegen, was dann auch entsprechende, also schlimme Konsequenzen hätte für die westeuropäische Nahrungsmittelproduktion, so im Rahmen der ganzen Globalisierung, wo dann die Preise immer weiter runtergetrieben werden. Aber wie gesagt, die wirkliche Auseinandersetzung geht eigentlich darum, dass das transatlantische Finanzsystem, also sprich die City of London, die Wall Street, also so das ganze System der Finanzglobalisierung am Ende ist, was wir ja sehen, auch in Bezug auf die Warnungen und die Tatsache, dass wir wieder auf einen, also eigentlich einen neuen gigantischen Finanzkollaps zusteuern, macht es umso dringlicher, aus der Sicht dieser Kreise, die man eigentlich so als Finanzempire bezeichnen kann, da jeden Konkurrenten, der sich irgendwie in Richtung Aufbau, Entwicklung, langfristige Investitionen bewegt, wie es eben Russland, China, der ganze eurasische Raum tut, eben wirklich als totale Bedrohung für sich zu sehen. Und um das zu stoppen, weil sie dann natürlich ihre Kontrolle verlieren würden über die über die Welt sozusagen, um das zu stoppen, sind diese Kreise bereit, auch wirklich ja, über Leichen zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil nicht umsonst hat der Papst ja in seiner Schrift Evangelium Gaudi davon gesprochen, dass die westliche Finanz- und Wirtschaftspolitik eine Politik ist, die tötet. Und das ist leider wirklich wahr. Also von daher gibt es da eigentlich zwei Tendenzen. Die eine ist finanzpolitisch zerstörerisch, weil sie nur auf den Erhalt eines bankrotten Finanzsystems ausgerichtet ist. Wie wir auch sehen, die Maßnahmen, die Troika in Griechenland, Spanien und so weiter da durchpeitscht. Während, auch wenn da nicht alles perfekt ist, natürlich in den eurasischen Ländern, aber diese Länder sich doch eine Aufbau- und Entwicklungspolitik verschrieben haben, die eben nach vorne geht und also für sie das im Mittelpunkt steht und nicht diese monetaristische Zerstörungspolitik. Der Papst kommt ja auch aus Argentinien. Argentinien sind, kann ich mich beziehen auf einen Film von Kanal B über den Raubzug des IWF in Argentinien. Durch Auflagen des IWF mehr Menschen gestorben als durch die Militärdiktatur. Ja, ich meine, das ist schon schlimm, wenn man solche Vergleiche machen muss, aber das ist natürlich wirklich der Fall. Das sieht man, diese IWF-Politik, die Politik, die der IWF zum Beispiel in der Ukraine durchgeführt hat, lief genau auch darauf hinaus, dass wirklich die Industriepolitik zerstört wurde, dass eben die Lebenserwartung der Menschen massiv gesunken ist. Und eine absolute Verarmung da eingetreten ist. Und offensichtlich haben eben Länder wie die Ukraine davon die Nase voll und sagen, wir wollen uns entwickeln. Im Grunde gibt es ja auch keinen Grund, wieso man sich so einem Diktat beugen soll. Aber wie gesagt, das ist ein großer strategischer Kampf. Und die Sache ist einfach, dass das letztendlich die Gefahr über die Ukraine besteht, dass da jetzt im Kontext der sonstigen Projekte für Regimewechsel, was wir in Libyen gesehen haben, jetzt Syrien, Iran, dass wir da eben auf eine große Konfrontation zwischen den Supermächten zusteuern, die wirklich in einer kurzfristigen thermonuklearen Eskalation münden könnte, wovor der Herr LaRouche ja ganz emphatisch jetzt gerade in den letzten Wochen auch gewarnt hat. Auf seiner Webseite steht etwas, das er befürchtet, dass spätestens Anfang März es jetzt anlässlich der Ukraine zu einem Weltkrieg kommt. Was ist Ihnen dazu bekannt, wie er zu einer so genauen Einschätzung kommt, jetzt zeitlicher Art? Naja, das ist natürlich, das hängt natürlich mit der gesamten strategischen Dynamik zusammen, die sich enorm beschleunigt hat, weil, wie ich schon sagte, diese Politik für Regimewechsel, die ist ja, die, die ist
die ist ja nicht komplett neu. Also man darf nicht vergessen, dass gerade im Winter letzten Jahres es gerade noch mit Ach und Krach gelungen ist, einen Angriff auf Syrien zu verhindern. Und da und schon da war, der amerikanische Präsident allen Informationen zufolge bereits die Anweisung gegeben hatte, dass es zu einem Angriff auf Syrien kommen sollte, wo dann eben der amerikanische Generalstabschef Dempsey nach allen Informationen, die da verfügbar sind, eben sehr persönlich interveniert hat und gesagt hat, dass das eben eine absolut katastrophale Entwicklung in Gang setzen könnte. Und das ist dann ja glücklicherweise nochmal erstmal abgewendet worden. Aber die Dynamik dafür, die ist ja längstens noch nicht vorbei. Also wir sehen jetzt im Augenblick die ganze Situation um Syrien sich wieder eskalieren, wo Obama den Herrn Hollande da eingeladen hat und beide dann vor der Presse, also in einer Pressekonferenz zu Syrien Stellung genommen haben und der Präsident Obama dann gesagt hat, dass er sich das Recht reserviert, militärisch gegen Syrien vorzugehen. Also das ist natürlich eine direkte Sabotage der gegenwärtigen Versuche, die mit viel Mühe und Not zustande gekommen sind in der Syrien-Konferenz, gerade durch den Einsatz von Russland in direkten Verhandlungen mit den USA, sprich mit Kerry und anderen Leuten, da die Sache unter Kontrolle zu kriegen. Und dazu kommt dann eben die Tatsache, dass ja tatsächlich, also man das nicht losgelöst sehen darf von eben dem Einsatz dieser Einkreisungspolitik gegenüber Russland, was ja schon die ganze Zeit läuft. Also die Raketenabwehrsysteme der USA in Polen, der Tschechischen Republik, jetzt die Verlegung von diesem Aegis-Zerstörer, also dieses Raketenabwehrsystem, ein Zerstörer, der das trägt, amerikanischer Zerstörer, in die Seebasis nach Spanien, nach Rota. Da hat Russland sehr deutlich gesagt, dass es das als direkt gegen sich gerichtet sieht. Und das war auch nochmal das Thema bei der Sicherheitskonferenz in München, wo die russischen Regierungsvertreter das sehr deutlich gemacht haben. Dann gibt es noch die ganzen utopischen Militärdoktrinen, also verrückte Doktrinen von Seiten der USA und NATO, dass man also einen Erstschlag machen könnte gegen Russland und China, ohne dass diese Länder dann ihre Zweitschlagskapazitäten einsetzen würden. Das ist natürlich total verrückt, weil wenn solche Provokationen immer weiterlaufen, wie das, was wir jetzt in der Ukraine sehen, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo Russland dann sagt, jetzt in diesem Fall, wir haben keine Wahl, um zu verhindern, dass wir selber ausgelöscht werden, als dass wir praktisch dann auch agieren. Und also sowohl Russland als auch China haben deutlich gemacht, dass sie auch Erstschlagskapazitäten haben, dass sie es natürlich nicht einsetzen wollen, aber dass dann irgendwo ein Punkt da ist, wo das Ganze außer Kontrolle gerät, weil sie natürlich dann selber nicht zusehen können, dass das alles so nah an sie heranrückt, was im Fall der Ukraine dann also eine ganz große Gefahr ist. Wenn also es zu einem sozusagen vollständigen Putsch käme in der Ukraine, wie sich jetzt mit dieser Regimewechselpolitik da anbahnt, wo ja der Westen offenbar um jeden Preis den Janukowitsch weghaben will. Und ich kann da nur sagen, also das ist eine Sache, die wird also in der von russischer Seite also da wirklich sehr, sehr als sehr gefährlich angesehen. Wir hatten also gerade da jetzt in den letzten zwei Tagen gab es da entsprechende Interviews und Stellungnahmen von Leuten. Zum Beispiel der Isbors Club, das ist also eine ganz prominente Vereinigung von russischen Intellektuellen, die also praktisch gewarnt haben vor so einem faschistischen Putsch in der Ukraine und die dann eben dargestellt haben, was das alles für Konsequenzen haben würde, wenn da also der Regimewechsel stattfindet in der Ukraine. Und die haben also dann praktisch gesagt, das wäre eine strategische Bedrohung für die russische Föderation und die USA und die Europäische Union seien da verantwortlich. Und gleichzeitig fordern sie dann aber, dass man Gespräche führt auf der Grundlage des geltenden Budapester Memorandums von 1994, was praktisch die USA, Russland, Großbritannien unterschrieben haben, um eben die Souveränität der Ukraine zu garantieren. Und wenn es nicht zu so einer Konferenz käme,
dann müssten direkt Russland und Amerika eine Krisendiplomatie machen, wie damals bei der Kuba-Krise, wo die Welt auch am Rande eines Nuklearkrieges stand. Und dann gab es von dem General Iwaschow, das ist jemand, der ein hochrangiger Mann, der früher im Verteidigungsministerium der Russischen Föderation da gearbeitet hat, der jetzt also eine strategische Denkfabrik leitet, der also praktisch gesagt hat, hier, also es ist im Grunde jetzt schon die erste Phase eines Krieges im Gange, nämlich ein Informationskrieg gegen Russland und dass man im Augenblick von Seiten des Westens praktisch Russland beschuldigt dessen, was die NATO und der Westen selber vorhätte, nämlich sich die Ukraine unter den Nagel zu reißen. Und also das sind wirklich ganz dramatische Stimmen. Und der hat also dann auch noch gesagt, dass im Grunde die Politik der EU und der USA offenbar darin bestünde, die Doktrin von Goebbels anzuwenden und intensiv zu studieren. Nämlich die angegriffene Seite zu beschuldigen, der Aggressor zu sein. Das Ganze wäre im Augenblick eine klare antirussische Herangehensweise. Und also er ginge davon aus, dass das russische Außenministerium versteht, dass man sich bereits im Kriegszustand befindet und dass Kriege ihre eigenen Gesetze haben. Es ist aber keine formelle Kriegserklärung, sondern eine strategisch gedacht. Das wollte ich sagen, damit wir jetzt hier keinen Schaden anrichten, falls jemand das Interview nicht vollständig hört. Nein. Das ist ganz wichtig, dass Sie das sagen. Ich habe das jetzt nur deswegen zitiert, damit diese Blauäugigkeit im Westen aufhört, wie nah man eben einer Situation ist, wo strategische Interessen Russlands tangiert sind, eben wenn diese Entwicklung da weitergehen und tatsächlich wie die Russen das sehen, als eine Art, eben als ein Putsch, wenn das durchgeführt wird, wie darüber gedacht wird. Weil das Problem ist eigentlich mehr, dass hier in der Öffentlichkeit, und da sind die Medien hier also sehr, sehr geschickt da drin, also dass hier ja alles ganz anders dargestellt wird, das sind dann alles ganz, ganz nette Demonstranten, die ja nur die Menschenrechte verteidigen wollen, und so weiter, während der Charakter der Organisationen, die da am Werke sind, also jetzt glücklicherweise in den letzten Tagen etwas mehr diskutiert wird, also dass das wirklich auch offen faschistische Organisationen sind, auch von ihrer Geschichte her, und dass das wirklich eine ganz üble Eskalationspolitik da ist. Also worum es mir eigentlich geht, ist dabei, man kann das auch nachlesen auf unserer Webseite, dass man sich klar macht, dass vom russischen Standpunkt aus, und wenn man gerade nochmal anschaut, also deren strategische Interessen, zum Beispiel im Schwarzen Meer, das stellt sich für die wirklich so dar, dass da die NATO ihnen ganz nah auf die Füße rückt. Ich möchte dazu, meine Einschätzung ist, dass es gar nicht die westlichen Staaten oder die NATO sind, was mir sehr die Augen geöffnet hat. Es ist sicherlich nicht das einzige extremistische Konzept, was es da gibt in der Richtung. Es gibt eine anonyme Zeugenaussage auf einem, etwas spekulativen Medium, die namens Project Avalon. Da hat ein britischer Whistleblower eine Zeugenaussage gemacht, Anfang 2010, über eine sogenannte angelsächsische Mission, wo es um starke Privatisierung und verdeckte Konzernherrschaft im Westen geht und darum, dass man da eigentlich mit Hilfe instrumentalisierender Konfrontation zwischen Israel und Iran, dass man da einen Krieg gegen China machen wollte, praktisch Konkurrent China in einem Atomkrieg ausschalten und dann im Westen eine verdeckte Diktatur errichten. Mir kommt das so vor, als ob das hier das Gleiche oder Ähnliches transponiert auf Russland ist. Was es sowas Ähnliches sein könnte. Ja, das ist im Grunde alles dasselbe, weil diese Politik gegenüber China ist ja auch mit dem sogenannten Asia Pivot, also der Konzentration da auf Asien von der Obama-Regierung, ist ja ein anderes Element dieser strategischen Einkreisung dieser eurasischen Länder, insbesondere Russland und China. Und man muss das absolut zusammen sehen. Und man muss es auch wirklich in dem Kontext sehen, dass natürlich die gegenwärtige Brüsseler EU-Struktur also wirklich nichts anderes ist als ein diktatorisches Konstrukt, dass man, jeder, der sich da ein bisschen unvoreingenommen mit beschäftigt,
das locker sehen kann, die verschiedenen Schritte seit Maastricht, wie Schritt für Schritt die Demokratie hier abgebaut wurde. Und also das ist nur ein Problem, dass sozusagen durch die Medien hier die normalen Bürger sich das irgendwie nicht klar machen oder nicht reflektieren. Die Thinktanks, die solche Sachen betreiben, haben auch ganz viele Leute in Schlüsselpositionen großer privater Medien im Westen. Naja, klar, das ist ja die Schlüsselsache, dass man erstmal darüber redet, ja, dieser der General Iwaschow, dass er eben sagt, das ist ein Informationskrieg, also praktisch Intelligence-Krieg. Und das ist ja auch das, was wir mit der NSA-Geschichte sehen und all diesen ganzen Dingen. Das ist ja sozusagen, es gehört alles zum selben Paket. Aber was natürlich auch wichtig ist, ist, dass man das sozusagen vom Standpunkt sieht, wo kann man tatsächlich eingreifen, weil es kann ja gestoppt werden. Und das ist ja auch der Grund, wieso Herr LaRouche also da diese Warnung natürlich ausspricht. Zum einen, weil er die Leute aufrütteln will, dass das also ganz, ganz kurzfristig ganz, ganz dramatisch vor die Wand fahren kann. Und wir sind nun mal im Zeitalter von thermonuklearen Waffen und da bleibt dann von der Zivilisation nicht mehr viel über. Ja, dass man sich aber klar macht, was die Dynamik bestimmt, dass es eben eine Auseinandersetzung ist zwischen zwei verschiedenen Systemen, dem einen bankrotten transatlantischen Finanzsystem, was einfach versucht mit Diktatur, mit Krieg, mit entsprechenden Provokationen da seine Macht irgendwie zu halten, aber was er eigentlich gar nichts anbieten kann außer Zerstörung. Und auf der anderen Seite dem Potenzial, dass man tatsächlich, dass souveräne Nationen zusammenarbeiten können für die gemeinsamen Ziele der Menschheit, für große Projekte, für die Überwindung der Armut, für gemeinsame Zusammenarbeit, zum Beispiel für die Abwehr von Drohungen aus dem Weltraum, die ja ganz real sind, wenn man sich diese ganzen Asteroidengeschichten anguckt. Und da gibt es ja auch die verschiedensten Vorschläge aus chinesischer, aus russischer Seite an den Westen, das zu machen. Und das ist eigentlich, es gibt eine Alternative. Das heißt, wo wollen wir eigentlich hin? Weil Strategie ist ja nicht, dass man überlegt, wer haut jetzt wem auf den Kopf, sondern Strategie ist, eine Perspektive zu entwickeln, wie die Menschheit vorwärts kommen kann, wie wir eine Zukunft schaffen können. Und dieses bankrotte Finanzsystem, mit dem wir im Augenblick jetzt zu tun haben, kann es eben nicht. Ja. Das ist ganz wichtig, dass man das im Kopf behält, und weil sonst lässt man sich auch lähmen im Grunde von einer zugegebenermaßen also reichlich erschreckenden Weltlage und Perspektive, ja. Wenn ich dieses Mal, ich kann, da wird ja gern konkreter werden, so nach dem, was wir gesehen haben, also die diese anonyme britische Zeugenaussage, wie man findet unter Stichwort angelsächsische Mission bei Project Avalon, gibt es eine Menge Hinweise darauf, dass das, was worüber berichtet wurde, Bilderberg-Konferenz 2005, weil da hatten sie auch das Tagesordnungspunkt Iran und eine ganze Menge Übereinstimmung mit dieser anonymen Zeugenaussage. Und es hat auch bei ganz bestimmten Thinktanks, hat es mehrere Leute, nicht der Thinktank selber, aber Leute, die involviert sind, zum Beispiel zu Iran, haben Leute dort Aussagen empfohlen, zum Beispiel gehabt, den Iran anzugreifen 2012. Zwei Leute, die beim Council of Foreign Relations involviert gewesen sind. Wir haben zum Beispiel im August 2012 eine Interviewanfrage dort gemacht. Wir haben versucht, die zu fragen. Mhm. Hinterher haben wir die Fragen ins Netz gestellt. Vielleicht kann jemand anders uns das beantworten. Was das für eine Bedeutung hat, wenn zwei Leute, die da involviert sind, 2012 empfohlen haben, Anfang 2012 den Iran anzugreifen. Später hat der CFR allerdings im Oktober 2012 wieder deeskaliert, den damaligen iranischen Außenminister eingeladen. Man hat ganz ordentlich und zivilisiert miteinander diskutiert, eine ganz normale Podiumsdiskussion. Und das sind jetzt einige Dinge, die ziemlich sichtbar geworden sind. Bei der Ukraine scheinen sie jetzt sich ECFR und sein europäischer Ableger ECFR zurückzuhalten. Anders als damals beim Iran, wo sie, zumindest der CFR, sehr auffällig geworden ist. Und ja, naja, also was man sagen muss, ist, das ist alles praktisch, also was man ja sieht, ist eine totale Kohärenz zwischen dem, was jetzt da unter Obama getrieben wird, also in Bezug auf Regimewechsel und die verschiedenen anderen Projekte, die in der Cheney-Bush-Administration da also von den Neokonservativen auf der Tagesordnung standen. Das ist im Grunde alles die Idee, dass man ein Empire gründet. Das beruht alles auf der Idee nach 1989 und
beziehungsweise 91, dafür zu sorgen, dass es so eine transatlantische Sonderbeziehung gibt zwischen USA, Großbritannien und halt der EU, was dann, die dann so eine Art Unterfunktion da haben in diesem neuen Empire, um sicherzustellen, dass es, dass im Grunde Asien, Russland und so weiter, dass die nie auf die Füße kommen. Und da haben wir die verschiedenen Phasen gehabt, also diese ganze Truppe von den Neocons, also zum Beispiel die Victoria Nuland, die also da jetzt, was sie ja da nachher einspielen werden, ihr Gespräch da mit dem amerikanischen Botschafter in der Ukraine. Diese Victoria Nuland ist verheiratet mit dem Robert Kagan. Das ist ein Mitbegründer dieser neokonservativen Denkfabrik Project for the New American Century. Das sind die Leute, die diese imperiale Ideologie der Neocons vertreten haben von Anfang an. Und ihr Mann, dieser Robert Kagan, war einer der Propagandisten für den Irakkrieg. Die Nuland selber war auch stellvertretende außenpolitische Beraterin von Dick Cheney. Ja, und die hat zum Beispiel eine führende Rolle jetzt auch gespielt bei der Vertuschung von diesem Benghazi-Skandal, wo es um Waffenlieferungen an Al-Qaida nach Syrien geht. Und das, was sie da über Iran gesagt haben, passt da total rein. Das ist im Grunde genau der Versuch, also wirklich da überall Tabula Rasa zu machen und ein Empire eben zu errichten. Nur, wie gesagt, der Hauptpunkt ist natürlich, dass man sich überlegt, wie kann man dagegen vorgehen. Und eine Sache, die wir halt machen, zusammen mit unseren Freunden international und vor allen Dingen auch mit der LaRouche-Bewegung in den Vereinigten Staaten, ist eben, dass wir tatsächlich, also erstens das exponieren, was diese thermonukleare Kriegsgefahr ist, dann eben auch sehr deutlich gemacht wird, was ist die Natur dieser sogenannten Opposition jetzt in der Ukraine, warum sagen wir, dass das ein faschistischer Putsch ist, weil in den USA, da wird noch weniger darüber berichtet, über die Natur von solchen Organisationen wie Svoboda oder diesen ganzen anderen Gruppen, die da rumspringen und die also wirklich, also man redet ja davon, dass das also etwa 10.000 Kämpfer sind mittlerweile, die also ein Konglomerat von allen möglichen Gruppen, die also sich da zusammengetan haben und die eben auch wirklich eine historische Kontinuität haben in der faschistischen Bewegung von dem Stepan Bandera im Zweiten Weltkrieg. Und dazu kommt, dass das Leute sind, also die teils in Syrien gekämpft haben, teils in Libyen, die mit Al-Qaida verbunden sind, teils Leute von also Afghanzi-Netzwerken, also das Fußball-Hooligans, also das ist wirklich eine ganz üble Truppe, die also das wirklich da außer Kontrolle geraten lassen kann. Und die Natur von all dem, das müssen wir unbedingt exponieren, weil es ist unglaublich, dass zum Beispiel in Deutschland die Konrad-Adenauer-Stiftung, obwohl die noch im Sommer 2013 selber in ihrem Länderbericht über die Ukraine direkt schreiben, was der Charakter von dieser Svoboda-Organisation ist, machen sie alles und haben alles gemacht, damit die so das Trio werden für den Regimewechsel in der Ukraine, zusammen mit Klitschko und dieser anderen Partei von der Timoschenko. Ja. Und das ist unglaublich. Das heißt, also das muss man sich mal überlegen. Eine CDU-nahe Stiftung, jetzt nicht zu reden von der Heinrich-Böll-Stiftung und anderen, die da auch entsprechende Unterstützung geben für diese ganze sogenannte Opposition. Aber das sind Leute, die stellen sich hierher, reden in Wahlveranstaltungen oder sonst wie über die Demokratie und Kampf gegen Neonazis und dann unterstützt man solche Leute ganz direkt, dass die einen Putsch in der Ukraine machen. Und also das kann nicht wahr sein. Und das ist eigentlich mein Appell an alle Hörer auch, dass man diesen Skandal wirklich durchbricht. Und ich weiß, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung da ganz eng zusammenarbeitet mit dem International Republican Institute aus USA und auch mit dieser National Endowment for Democracy, mit denen sie zusammen eben solche Konferenzen gemacht haben, um die Opposition in der Ukraine aufzubauen. Und das ist genau dasselbe Modus operandi, wie man das mit den sogenannten Freunden Syriens gemacht hat, wo auch Deutschland da in der Politik mit reingezogen wurde, von außen, aus geopolitischen Gründen, wo wir dann Kräfte mit unterstützt haben, die man jetzt überhaupt nicht mehr unter Kontrolle kriegt. Das Interessante ist, National Endowment for Democracy ist ja, glaube ich, ein Think Tank, der den Demokraten nahesteht. Bei den Freunden Syriens ist ja in Syrien, es gibt auch wieder eine Verbindung zu Bilderberg,
die in Anführungsstrichen manche Medien als Außenministerin von der nationalen, wie hieß sie, syrischen Nationalrat, genau, genannte Basma Kotmani, die war bei der Bilderberg-Konferenz 2008 noch für eine französische Organisation, die etwas mit Wandel in arabischen Staaten zu tun hatte. Und 2012 war sie dort gelistet als Vertreterin einer internationalen Organisation, soweit ich mich entsinne, mit dem Namen Syrischer Nationalrat. Das ist also scheinbar auch auf dieser Bilderberg-Konferenz auch darüber gesprochen worden. Schon wieder hat man da eine Verbindung zwischen Bilderberg und den Heinrich-Böll-Stiftung. Könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht was damit zu tun hat, dass drei prominente Grüne beim europäischen Ableger vom CFR sind. Joschka Fischer als der starke Mann im ECFR und Daniel Cohn-Bendit als ein Lobbyist beim ECFR, und da frage ich mich, weil ich ihn noch nie irgendwie aktiv gesehen habe für den ECFR, auch Cem Özdemir ist da als Lobbyist gelistet, aber vielleicht auch, ist er Cem Özdemir auch nur eine prominente Person für das Image vom ECFR. Naja, man muss natürlich schon sehen, dass die grüne Politik, also ich sehe nichts mehr, was da irgendwie, also man kann wirklich leider feststellen, dass das sich mittlerweile zu den größten Unterstützern von allen möglichen Interventionen da entwickelt hat. Was ja, und das ist ja man muss sich nur an die Amtszeit von Joschka Fischer zurückerinnern, was da dann los war. Aber das Problem ist natürlich, dass es alles Teil eines internationalen Geflechts von Denkfabriken, von Geheimdiensten, angloamerikanischen Geheimdiensten sozusagen, die also da tätig sind mit dem Ziel Regimewechsel. Und insofern ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass gerade diese Bogoda-Organisation da in der Ukraine ja genau eben sich also rauskommt aus dieser, wie ich schon sagte, aus dieser faschistischen Tradition von dem Stepan Bandera, der mit den Nazis kollaboriert hat, damals eben bei dem Einmarsch in die Ukraine und so fort. Und diese Netzwerke, die sind direkt nach dem Zweiten Weltkrieg übernommen worden, einerseits von den amerikanischen Geheimdiensten und von den britischen Geheimdiensten. Und natürlich dann auch entsprechend wurden sie dann hier eingesetzt in dem neu gegründeten deutschen Geheimdienst, also dem BND und Gehlen. Es war aber mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt so eine freie Entscheidung von Deutschland, wobei kann man jetzt wahrscheinlich diskutieren. Aber man muss eben auch immer sehen, dass da viele Dinge einfach auch sozusagen aufoktroyiert werden von außen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da nicht mitmachen, weil das ist überhaupt nicht im deutschen Interesse, in eine Konfrontation mit Russland zu gehen und da praktisch in Richtung eines Nuklearkrieges. Und da müssen wir ganz dringend dafür sorgen, dass die Politiker hier wirklich konfrontiert werden mit ihrer eigenen Scheinheiligkeit, auch in der Öffentlichkeit. Und wir machen das. Wir haben ja jetzt sehr viel Verteilaktionen in Berlin, Interventionen, auch gerade beim amerikanischen Botschafter in Berlin, wo der damit konfrontiert wurde, was die Natur dieser Gruppen da ist in der Ukraine, was sie da unterstützen. Man muss da wirklich ganz offensiv sein. Kein Mensch in seinem normalen Verstand kann sowas irgendwie unterstützen. Und wer dann immer noch sagt, ja, das sind ja primär die Kinderdemonstranten, die wollen ja eigentlich nur Demokratie und das ist ja nur ein kleiner Teil von irgendwelchen Nazis. Also man muss gar nicht so weit gehen, weil zum Beispiel diese Svoboda-Partei, die hatte noch im Mai letzten Jahres, haben die einen offiziellen Besuch bei der NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag gemacht. Und das findet man groß auf der NPD-Seite da vom Landtag. Also ich meine, was wollen wir denn noch? Ja. Also nur mal, also wenn Leute da plötzlich irgendwie so ein sagen wie die Marie-Louise Beck, ja, das ist ja alles halb so wild und so fort, ja. Dann sollen die Leute sich da bitte mal zu äußern, was das bedeutet. Was noch normal wäre, ist, wenn sie normale Parteienzusammenarbeit haben. Was ich das zum Beispiel in liberalen Bündnis, ist ja die Partei Vaterland von Frau Tymoschenko. Wenn FDP-Politiker dorthin gehen und sich mit denen austauschen und sie diese Proteste beobachten oder CDU-Politiker, weil UDA ja ein Bündnis mit der CDU zu suchen scheint, sich mit denen dort austauschen. Aber was auch sehr in die Kritik geraten ist, ist, dass er damals, war ja zumindest kommissarisch noch Außenminister, Herr Dr. Westerwelle, damals bei den Protesten dabei gewesen sein soll, noch bevor er aus
Herr Steinmeier für die SPD deutscher Außenminister geworden ist, also wo er noch zumindest kommissarisch im Amt gewesen ist. Ja, also das war wirklich, das war wirklich ein Tiefpunkt der deutschen Außenpolitik. Also da gibt's ja anscheinend nicht wirklich einen Boden, unter den man da noch runterfallen kann. Also zumindest zu dem Zeitpunkt haben wir das gedacht. Also es ist sicherlich gut, dass es jetzt da Ansätze gibt in Deutschland von einem bisschen anderen Kurs gegenüber Russland. Aber ich meine, die Tatsache ist nun mal, dass die Frau Merkel, dass die CDU, die Konrad-Adenauer-Stiftung und dann natürlich auch so Leute wie der Elmar Brok, der Außenpolitik-Experte da im Europaparlament, sogenannter von der CDU, das sind ja die Netzwerke, die den Klitschko erst aufgebaut haben. Also das muss man ja auch mal sehen. Und dem wurde ja dann noch die Bild-Zeitung quasi als Hausorgan zur Verfügung gestellt, wo er dann eben alles von sich geben konnte, was er da wollte. Was man vielleicht noch ergänzen könnte, ist, Elmar Brok ist auch Lobbyist so für eine Organisation rund um Bertelsmann-Konzern. Bertelsmann hat auch eine ganze Menge nachgedacht über die Vorschriften und Lissabon-Vertrag, was dort eingebaut wurde an Vorschriften zum Militär. Und die Bild-Zeitung ist zum Beispiel ein wichtiger Redakteur, auch mit dabei wie bei der Atlantikbrücke. Unter Überschrift von deutsch-amerikanischer Freundschaft auch wieder so ein Think Tank. Ja, absolut. Nein, das ist so, wie das muss man sich vorstellen, diese ganzen Thinktanks und NGOs, das muss man sich vorstellen wie so eine Art Karussell. Da geht man in das eine rein, dann kommt man in dem anderen raus und dann geht man wieder zum nächsten. Also alleine in der Ukraine wurden über die letzten Jahre, und eine der Hauptphasen da war natürlich die sogenannte Orange Revolution 2004, aber alleine in der Ukraine gibt es über 2200 NGOs, die alle aufgebaut worden sind von diesen ganzen Stiftungen, Denkfabriken und sonst was. Da fließen also Milliarden von Geldern sind da reingeflossen. Also die Schätzungen laufen jetzt, dass praktisch in den vergangenen 20 Jahren zwischen 20 und 30 Milliarden Dollar da rein investiert worden sind. Und der Sergei Glasiev, das ist ja ein Berater von Präsident Putin, der hat jetzt kürzlich davon gesprochen, dass also jetzt im Augenblick etwa 20 Millionen Dollar pro Woche aufgebracht werden, um praktisch da diese Sache jetzt anzuheizen, einschließlich von Bewaffnung der Straßenkämpfer. Und wie gesagt, das Problem ist, man muss sich das klar machen, wenn man von bis zu 10.000 gewaltbereiten Nazis, Hooligans, terroristischen Elementen und so weiter redet, dann sieht man im Augenblick bereits, da ist also ein Bürgerkrieg im Gang, das soll eine Spaltung hinauslaufen des Landes. Und ich will da nur erwähnen, dass also es aus der praktisch da in der Krim, also im Gebiet, wo natürlich sehr viel also russischer Einfluss ist, einfach deswegen, weil da ganz viele Russen natürlich leben und unter anderem auch, weil da natürlich jetzt auch diese Militärbasen sind. Aber da gibt es bereits jetzt die Ankündigung, dass man eben um Schutz nachsuchen will bei Russland, wenn das da völlig außer Kontrolle gerät, ja. Und zwar war das der Werchowna Rada der Autonomen Republik der Krim. Und die haben also praktisch vor, dass sie schon am 19. Februar ein Gesetzespaket verabschieden könnten, was dann die Republik Krim in die Lage versetzen könnte, sich von der Ukraine abzuspalten und sich Russland anzuschließen. Und da gibt es mehrere Abgeordnete, die schon einen Appell vorbereitet haben an den russischen Präsidenten, an die russische Duma, zum Garanten zu werden für die Freiheit der Bürger und so weiter. Und er begründet das dann mit der Gefahr von den extremen Nationalisten in Kiew. Das ist also, Kanonenfutter. Ich will nochmal sagen, das ist jetzt nicht irgendwie, also da kann man jetzt sagen, das ist ja Quatsch, sind die verrückt oder sonst was, ja. Weil das ist die Art von Entwicklung, was da in Gang gesetzt wird und das ist absolut, absolut, absolut gefährlich. Dieses Svoboda-Leute halte ich für Kanonenfutter. Dass man sie dazu instrumentalisieren will. Das ist immer so. Die Oligarchie baut sich immer bestimmte Leute auf, vor allen Dingen, wenn man darüber historisch schon eine Kontrolle hat, wie in diesem Fall. Und dann werden die Leute verheizt, natürlich. Die vielen Leute, die da demonstrieren oder die angefangen haben, damals zu demonstrieren,
im November, die da einfach hingegangen sind, gesagt haben, wir wollen eine andere Politik und wir stellen uns eine andere Zukunft vor. Das ist ja was völlig anderes. Also die werden halt dann auch verheizt, ja. Also insofern, ja, das Problem ist nur, wenn das nicht gestoppt wird, dann werden wir alle verheizt und das sollten wir eigentlich verhindern. Es gibt ja auch einen Aufruf von verschiedenen Parteien in der Ukraine. Es ist ja alles andere so, als ob die Partei der Region da alleine wäre. Es sind, glaube ich, sonst eher linkere Parteien und es sind eher NGOs, die sich engagieren für die Freundschaft mit Russland und Weißrussland, die da einen Appell gemacht haben. Soweit ich mich entsinne, die kommunistische, die sozialistische, auch die progressiv-sozialistische Partei sind darunter, die da einen Appell gemacht haben. Was können Sie dazu sagen? Ja, genau. Also das ist ein Appell, der kommt, der wurde veröffentlicht am 25. Januar. Und zwar wurde der dann auch gerichtet an die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten des UN-Sicherheitsrates und eben auch an entsprechende politische Führer in der EU und auch in den USA. Und die haben praktisch direkt gesagt, dass man, also dass diese Vertreter also erstens mal eine Delegation empfangen sollen, um andere Informationen, objektivere Informationen zu erhalten über das, was in der Ukraine geschieht. Und sie sagen eben dann ganz klar, dass man es da mit einem Neonazi-Charakter zu tun hat und dass das absolut aufhören muss, dass eben die Mehrheit der Bevölkerung das absolut ablehnt und dass eben die Gefahr ist von Bürgerkrieg und dass das jetzt eben gestoppt werden muss, ein Staatsstreich und ein faschistischer Putsch. Und ja, und das ist sehr dramatisch. Also das ist initiiert worden von der ukrainischen Ökonomin und also auch früheren Abgeordneten Natalia Vetrenko von der Progressiven Sozialistischen Partei der Ukraine, dann von der ukrainischen Arbeiterpartei, dann verschiedene andere Organisationen, Bauernpartei, verschiedene Verbände und so fort. Also das kann man auch nachlesen auf unserer Webseite. Also das war ein Appell an die internationale Staatengemeinschaft. Und ja, da wurde eigentlich schon eine sehr klare Sprache gesprochen. Und also ich meine, ehrlich gesagt, also bis jetzt auf einige Politiker der Linken sind wir als Büse die einzigen gewesen, die das überhaupt also thematisiert haben und davor gewarnt haben. Also wir haben, wenn man sich das nochmal anschauen will, wirklich gleich von Anfang an vor der Dimension einer thermonuklearen Konfrontation gewarnt, weil uns natürlich klar ist, dass erstens dieses Finanzsystem, wie wir es im Augenblick haben, in einer Desintegrationsphase sich befindet und dass eben wirklich die Weltlage so spitz auf Knopf steht, dass das Schachbrett, was 1914 existiert hatte, mit den verschiedenen Krisenherden also weit in den Schatten stellt, wenn man das einfach weltweit alles nochmal durchgeht. Und ein wichtiger Punkt kommt dann natürlich noch dazu, dass natürlich die Politik der gegenwärtigen Obama-Regierung also da wirklich einen absoluten Faktor darstellt, der wirklich in die Katastrophe führen kann. Also da geht es jetzt nicht nur um den Präsidenten als solchen, sondern um die kleine Clique um ihn herum, die halt diese Neocons sind, Leute wie die Nuland, die Susan Rice und andere Leute, die absolute Scharfmacher, die Doktrin des Regimewechsels auf ihre Fahnen geschrieben haben und die auch hinter der versuchten Militärschlag gegen Syrien standen und so weiter, wobei das im Gegensatz ist zu der Haltung der Militärführung, Leuten wie General Dempsey, dem früheren CIA-Chef Gates, der total warnt vor der gegenwärtigen Politik der Obama-Regierung und vielen anderen. Und der große Kampf in den USA ist jetzt eigentlich, ob die Patrioten sich durchsetzen, die eigentlich die USA wieder auf die Grundlage der amerikanischen Verfassung zurückbringen wollen, wonach die USA eben kein Empire ist. Diese Leute diskutieren ganz, ganz intensiv und wie sie also ein Impeachment und Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Obama in Gang bringen können, weil sie das als einzige Möglichkeit sehen, also jemanden von den Schalthebeln zu entfernen, der also eben wirklich nah dran ist, potenziell da den Knopf zu drücken. Ich frage mich,
ob Obama das selber macht oder ob jemand anders ihm den Arm führt. Also der Herr LaRouche hat es mal so ausgedrückt, dass er gesagt hat, der Obama ist eigentlich nur der Handschuh für die britische, also imperiale Hand in diesem Handschuh. Also dass der eigentlich eine Marionette ist in dem Sinne, dass er halt das tut, was dieses transatlantische Finanzempire, was bankrott ist, mit Zentrum in der Wall Street und eben der City und eben auch um die britische Monarchie herum da will. Und das sind, wie gesagt, das ist eigentlich die Auseinandersetzung jetzt, um die es geht. Und also man muss irgendwie, glaube ich, jetzt realisieren, welche Stunde es geschlagen hat mit der Weltpolitik. Weil man kann es vielleicht am besten verstehen, was das Problem ist, wenn man sich mal überlegt, wie der Kennedy mit der Kuba-Krise umgegangen ist und mit der ganzen Eskalation, die 1962 wirklich auch die zu einem Nuklearkrieg hätte führen können. Wobei das heute natürlich noch andere Waffen sind, die da sehr viel schneller die ganze Zivilisation ausrotten können. Und da sieht man eben, dass es total wichtig war, dass Kennedy mit seinen Beratern eben ganz anderen Kurs gefahren hat und eben tatsächlich die Welt auch von dieser Klippe weggesteuert hat, während diese Regimewechsel-Empire-Fraktion, die den Obama da um den Obama herum ist, eben das genaue Gegenteil macht. Die wollen Konfrontation. Ja. Die steuern darauf hin, eben auch eine Kraftprobe herbeizuführen, auch über die Ukraine, wo sie halt der irrigen Meinung sind, der utopischen Meinung, dass dann Russland schon nachgehen würde. Genau wie diese verrückten Ideen von praktisch Prompt Global Strike, die sagen, naja, also man kann irgendwie einen Erstschlag führen und dann die Zweitschlagskapazitäten von Russland und China eliminieren, sodass uns dann gar nichts mehr passieren kann auf unserer Seite, was völliger Aberwitz ist und was einfach total verrückt ist. Diese Leute sind verrückt und spielen mit dem Feuer und mit dem Auslöschen der Zivilisation. Ja. Und das macht die Sache, dieser Faktor des Irrationalen macht die Sache halt so gefährlich. Und deswegen betont der Herr LaRouche auch die unmittelbare Gefahr, dass das Ganze ganz, ganz schnell wirklich außer Kontrolle geraten könnte, wenn es nicht zu einer entscheidenden Wendung kommt. Und ich denke, man kann sich nur bewegen in die Richtung, die man sieht. Man muss auch die Blickrichtung ändern, denke ich. Und man muss die Leute, die wirklich verantwortlich sind, ins Rampenlicht zerren. Ich meine, es gibt auch investigative Medien. Es gibt im Westen wie im Osten. Und diese ganzen Think-Tank-Leute mal absolut ins Rampenlicht zerren. Ich denke, das könnte es sein. Und den Blickwinkel hin zu etwas Menschlicherem lenken als dem Krieg. Ich erinnere das an die Situation mit Syrien. Die Syrer waren bereit, die Russen haben aufgegriffen, das Stichwort, die Chemiewaffen abzurüsten, und das hat uns an der Entspannungsphase gebracht. Ja, nee, das ist völlig richtig, aber wie gesagt, der Countdown ist im Augenblick schon im Gange, weil wenn man eben sieht, wie jetzt wieder Druck gemacht wird, zum Beispiel mit dieser Resolution im Sicherheitsrat, die eingebracht werden sollte von USA und den anderen westlichen Ländern, die Druck machen wollten auf Syrien, da jetzt sofort und ganz schnell alle möglichen Bedingungen zu erfüllen, was die Russen und die Chinesen ja sofort geblockt haben und gesagt haben, nee, das wäre total kontraproduktiv, würde nur einen Vorwand für eine Militärintervention liefern. Ja. Also dann, da sollten schon die Alarmglocken schrillen, dass jetzt eben praktisch wirklich Leute dabei sind, in dieser Kriegsfraktion zu versuchen, den Showdown, die Konfrontation jetzt zu machen und mit der irrigen Idee, dass sie da Russland dann irgendwie in die Knie zwingen könnten. Ich will nur sagen, das ist alles ganz akut und das Wichtige ist, denke ich, dass man da sich das genau anschaut vom Strategischen her und dass man dann vor allen Dingen die Perspektive einer Alternative auf die Tagesordnung setzt, weil es geht ja nicht nur darum, einen unmittelbaren Krieg zu verhindern, sondern man muss eben verstehen, was ist die Dynamik dahinter und vor allen Dingen, wo wollen wir hin. Und das ist ja das Konzept, was wir auch in dieser allgemeinen Unabhängigkeitserklärung der europäischen Nationen eigentlich als Grundlage für eine Mobilisierung da formuliert haben, dass man sich wieder klar macht, dass eigentlich ja auch Europa, einschließlich die eurasischen Nationen, praktisch, dass sie ja eigentlich zusammenarbeiten sollten als souveräne Nationen für die gemeinsamen Ziele der Menschheit, für Entwicklung, für Aufbau
Und dass man da uns nicht so einem Empire, ob es jetzt EU heißt und in Brüssel angesiedelt ist oder sonst wo oder in London oder in Washington, da beugen müssen. Sondern dass die Idee ist, dass man sagt, wie können wir den Frieden sichern? Das können wir eben nur, indem wir gemeinsam für das Gemeinwohl uns einsetzen, dass wir eine Wirtschafts- und Finanzordnung errichten und ein Kreditsystem für langfristige Investitionen, wo wirklich die Realwirtschaft aufgebaut wird, wo wir den Hunger besiegen und wissenschaftliche Durchbrüche gemeinsam machen, wie die Kernfusion, Weltraumforschung und so weiter. Weil dann können wir eine neue Ära in der Menschheitsgeschichte einleiten, wo wir dann keine Oligarchie mehr brauchen oder so die Götter des Olymp, so den Zeus, der dann so mal nach Wohlgefallen da sich kurzfristig überlegt, die Menschheit auszurotten, weil sie ihm nicht mehr gefällt, sondern dann können wir wirklich auf den besten kulturellen Wurzeln unserer Zivilisation aufbauen und das Prometheus-Prinzip, also dass der Mensch wirklich die schöpferische Kraft ist im Universum, die sich immer weiterentwickeln kann und die eben zur Verbesserung beitragen kann, dass wir das eben und keine Götter oder keine Oligarchie braucht, dann können wir das in den Mittelpunkt stellen. Und das ist eigentlich die Idee. Das Hauptproblem, was die Leute, glaube ich, haben, ist die Frage des Menschenbildes. Weil sie nicht verstehen, dass diese Finanzoligarchie oder Oligarchie überhaupt auf Menschen eigentlich nur als Tiere schaut und sagt, die brauchen wir irgendwann nicht mehr, wenn unsere Macht bedroht ist. Während das humanistische Konzept eben ist, diese Art von Menschenbild, für die wir stehen, eben eigentlich bedeutet, dass der Mensch im Grunde Ebenbild des Schöpfers ist und der kreative Funke, das ist, was eben absolut den Menschen vom Tier unterscheidet und dass wir so eine Ordnung der Gesellschaft und der Zukunft auch bauen können, indem jeder Mensch eben sein eigenes schöpferisches Potenzial entwickeln können muss. In allen Ländern der Welt und egal welcher Hautfarbe, welcher Rasse, dass das eben ein Menschenrecht ist. Und das sieht diese Oligarchie eben anders. Und da gibt es natürlich auch keinen Kompromiss. Also entweder will man das eine oder man will das andere. Und wir sind dafür, dass wir wirklich eine Aufbaupolitik machen und eine wirkliche neue Ära der Menschheit einleiten, indem wir zusammenarbeiten, statt uns auszulöschen. Und ja, vielleicht auch den Blick auf die Menschenrechte lenken, statt auf Konfrontation, statt auf Macht und Geld? Ja, absolut. Weil die fundamentalen Menschenrechte, wie sie zum Beispiel auch in der amerikanischen Verfassung und in der Unabhängigkeitserklärung definiert sind, lohnt sich das mal nachzulesen. Weil da heißt es eben, dass eben nicht nur das Recht auf Leben, auf Unversehrtheit und alle diese Dinge ist, sondern auch das Recht auf Streben nach Glückseligkeit. Und das bedeutet, dass jeder Mensch das Recht dazu hat, sein eigenes Potenzial, was ihm als Mensch innewohnt, zu entwickeln. Und dafür muss die Politik, dafür muss die Gesellschaft die Grundlagen schaffen und die Rahmenbedingungen. Ja, das ist die Aufgabe von Politik und nichts anderes. Die Aufgabe von Politik ist nicht irgendwelche abgehalfterten Leute da anzubeten und denen nachzurennen und praktisch von den Medien die glorifizieren zu lassen. Das ist nicht die Aufgabe von Politik. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview und für den Überblick. Ich habe mal auf unseren Blog geschaut. Wir haben jetzt bei Jungle Drum Radio nicht den kompletten Überblick, welche Leute uns wie genau von wo genau zuhören. Aber wenn ich mal auf unseren Blog schaue, wo wir es auch laufen lassen, da sieht man zum Beispiel, wir haben Zuhörer gehabt aus Deutschland, Norwegen, Frankreich, China, USA, Serbien. Also das sind so Leute aus Ländern, wo die zurzeit auf unserem Blog schauen. Und ich denke, das wird ein Teil unserer Hörer heute gewesen sein. Und es hören auch traditionell bei unserer Sendung hören eben auch außer Deutschen auch Amerikaner, Russen oder auch Chinesen mit. Und da denke ich, da erreicht man schon Leute. Ja, das ist sehr gut. Das ist ein praktisches Beispiel dafür, wie man tatsächlich eine Allianz von Kräften in allen Nationen der Welt aufbauen kann, die gemeinsam für die Zukunft kämpfen. Das ist ja genau das, was wir brauchen. Und
Da freue ich mich sehr und ich danke auch für die Möglichkeit dieses Interviews. Vielen Dank. Okay, also tschüss, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Jetzt bitte ich um etwas Musik und dann möchte ich noch eine kurze Ansage machen für die Anspielung des Telefonats. Sie hören jetzt den zweiten Teil der Sendung Macht und Menschenrechte am Donnerstag, den 13.02.2014 auf Jungle Drum Radio. Wir bleiben bei der Ukraine. Sie hören gleich die deutsche Synchronisation eines Telefongesprächs zwischen Ihrer Exzellenz, der Vizeaußenministerin, Frau Victoria Nuland, Vizeaußenministerin der USA, und seiner Exzellenz, dem Botschafter der USA in der Ukraine, Herrn Geoffrey Pyatt. Dann mit freundlicher Genehmigung von Herrn Nikolai Alexander, Reconquista Germany, wo die deutsche Übersetzung herstammt. Wichtig ist mir, da kommt eine, vielleicht gehe ich erstmal ein auf Thema Thinktanks. Interessant ist auch hier, dass Frau Nuland, sie ist verheiratet mit Herrn Robert Kagan. Das hat in einem Interview eben Frau Elke Firm von Bösow schon angesprochen. Und ich bitte unsere Zuhörer einmal zu schauen auf die Wikipedia-Seite zu Robert Kagan, in welchen Thinktanks er involviert ist. Und er arbeitet mit einer ganzen Menge Thinktanks zusammen, sodass absolut nicht ausgeschlossen werden kann, dass dort in die Gedanken in das Gespräch geäußert werden. Nicht nur Gedankenlinien vom US-Außenminister, seiner Exzellenz, Herrn John Kerry, stammen, sondern auch von solchen Thinktanks, dass sich auch Gedanken von solchen Thinktanks da hineinmischen. Und dort in dem Telefonat geht es darum, wie man und mit welchen Überlegungen strategischer Art man die drei Parteien, die dort besonders in Erscheinung treten bei den Protesten der Opposition, unterstützt. Dort gibt es auch eine Überlegung, wird sich geäußert zu UNO-Generalsekretär, seiner Exzellenz, Herrn Ban Ki-moon, und seinem Gesandten für die Ukraine, um dass man froh sei, dass es der Gesandte sei. Wenn man sich den dortigen Gesandten anschaut, fällt auf, dass er auch schon einmal in einer Position für die NATO tätig war. Vielleicht ist man deswegen froh gewesen. Und Frau Nuland äußert da an einer Stelle die Einschätzung, man wolle dort die Situation zusammenleimen oder zusammenschweißen und hofft eben, dass man dafür die UNO instrumentalisieren kann. Aber es ist, ja, es ist ein Wunschdenken von dort, was dort in dem Telefonat geäußert wird. Die UNO ist ja schließlich die Weltfriedensorganisation und eine Organisation, die gegründet worden ist aus einer Tradition des Kampfes gegen den Faschismus. Und wenn hier gerade die aktivsten Teile der Protestierenden auch eine große faschistische Organisation umfassen, ist das ja, scheint es ja wohl eher Wunschdenken zu sein, die UNO instrumentalisieren zu können für eine Protestbewegung, die auch und gerade von ihren aktivsten Teilen solche Kräfte mit umfasst. Als ob das normal wäre. Und die UNO hat ja auch 196 Mitgliedstaaten, wenn ich mich da nicht verzählt habe. 192? 196, um den Dreh. Und deren Interessen ja alle ausgewogen vertreten sein müssen. Ja. Und mit diesem Vorwort bitte ich jetzt gleich um Abspielung des Interviews. Danach kommt dann noch eine kurze Einleitung von mir zu unserem griechischen Interviewpartner. Und jetzt bitte ich erstmal um Abspielen des Interviews. Was denkst du? Telefonat. Ich denke, wir sind im Spiel.
Die Frage bezüglich Klitschko ist ja offensichtlich das komplizierte Elektron. Besonders die Tatsache, dass Janukowitsch ihm die Stelle des Vizepremierministers angeboten hat. Du hast ja meine Notizen über die Probleme bei dieser Partnerschaft. Also werden wir jetzt versuchen, schnell mehr darüber herauszufinden, wie er dazu steht. Aber ich denke, dein Argument für ihn, dass du ihm klar machen solltest, ich denke, das ist der nächste Anruf, den wir machen sollten, ist genau das gleiche, was du auch Jatsenyuk gesagt hast. Ich bin froh, dass du ihn so positioniert hast, dass er in dieses Szenario passt. Ich bin froh, dass er in dieser Position sagt, was er sagt. Gut. Ich denke, Klitschko sollte nicht in der Regierung sein. Ich denke nicht, dass es notwendig ist. Ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist. Ja, ich meine, ich schätze... In dem Fall, dass er nicht in die Regierung geht, lass ihn einfach draußen bleiben und seine politischen Hausaufgaben machen. Ich denke einfach, wenn es darum geht, diesen Prozess voranzutreiben, sollten wir die gemäßigten Demokraten zusammenhalten. Das Problem sind Jagnibok und seine Leute. Und ich bin mir sicher, darauf spekuliert Janukowitsch in dieser Situation auch. Ich denke, Jatsenyuk ist unser Mann. Er hat die wirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Erfahrungen. Was er braucht, sind Klitschko und Jagnibok außerhalb der Regierung. Er muss viermal die Woche mit ihnen reden. Ich denke einfach, wenn Klitschko mit reinkommt und auf dieser Ebene mit Jatsenyuk arbeitet, wird es nicht funktionieren. Ja, ich denke, das ist richtig. Gut. Möchtest du, dass wir als nächsten Schritt ein Telefonat mit ihm vereinbaren? Ich habe das so verstanden, dass es bei dem Anruf, von dem du mir erzählt hast, darum ging, dass die großen drei ihr eigenes Treffen veranstalten wollen und dass Jatsenyuk in diesem Kontext ein Treffen 3 plus 1 oder 3 plus 2 mit dir zusammen vorgeschlagen hat. Hast du das anders verstanden? Nein, ich denke, das ist, was er vorgeschlagen hat. Aber dieser Vorschlag hat keine Dynamik. Klitschko ist der Anführer. Er wird noch für eine Weile alle Veranstaltungen unterstützen. Er spricht vermutlich gerade mit seinen Leuten darüber, also ich denke, wenn du direkt mit ihm sprichst, hilft das beim Personalmanagement dieser drei. Und es gibt dir außerdem die Chance, schnell zu handeln und uns hinter dem Ganzen zu positionieren, bevor sie sich alle hinsetzen und er erklärt, warum er das nicht möchte. Okay, gut, das freut mich. Würdest du mit ihm reden und ihn fragen, wann er darüber sprechen möchte, davor oder danach? Okay, mache ich, danke. Oh, noch eine Sache, Jeff. Ja? Ich kann mich nicht erinnern, ob ich dir das schon erzählt habe oder ob ich es nur Washington gesagt habe. Als ich heute Morgen mit Jeff Feldman gesprochen habe, hat er eine neue Kennung für den UN-Typen, Robert Sarri. Habe ich dir das heute Morgen geschrieben? Ja. Okay. Er hat jetzt beide, Sarri und Bon Ki-moon, überredet, dass Sarri schon Montag oder Dienstag kommt. Okay. Ich denke, das wäre großartig, um das Ganze zusammenzuschweißen und der UN dabei zu helfen und, du weißt schon, scheiß auf die EU. Exakt. Ich denke, wir müssen etwas unternehmen, um alles zusammenzuhalten, denn du kannst dir sicher sein, dass wenn das Ganze nicht bald an Höhe gewinnt, werden die Russen hinter den Kulissen versuchen, das Ganze zu torpedieren. Und nochmal, die Tatsache, dass das jetzt im Raum steht, ich versuche so sehr zu verstehen, warum Janukowitsch das gemacht hat. Aber in der Zwischenzeit findet ein Partei der Regionen-Treffen statt und ich bin mir sicher, es gibt dort eine lebhafte Diskussion zu diesem Thema. Jedenfalls, wir könnten einen Erfolg erzielen, wenn wir uns beeilen. Lass mich Klitschko bearbeiten und könntest du einfach... Wir sollten versuchen, jemanden mit einer internationalen Persönlichkeit zu bekommen, der hier rauskommt und uns hier hilft. Die andere Frage ist, wie wir Janukowitsch übertreffen können. Vielleicht sollten wir uns darüber morgen nochmal beraten, wenn klar ist, wie sich die Dinge entwickeln. Nun zu diesem Thema, Jeff. Als ich darüber geschrieben habe, antwortete mir Sullivan, du brauchst beiden. Ich antwortete Sullivan, vielleicht morgen, um die Details zu klären. Biden ist einverstanden. Okay, großartig, danke. Hallo? Jan, Helga nochmal. Ja, Helga. Ich sitze auch dabei. Ich wollte dir nur eine Sache noch vertraulich sagen. Die Amerikaner, die gehen ein bisschen rum und erzählen, dass wir zu weich sind. Und während sie stärker sind, auf Sanktionen gehen. Und ich habe mit Cathy gesprochen über das, was du und ich ja schon besprochen haben. Sie ist genau auf der gleichen Linie. Ja, wir müssen das machen und wir müssen das ganz klug vorbereiten und so, wie wir das besprochen haben. Aber was du wirklich wissen sollst und was uns sehr ärgert, dass die Amerikaner rumgehen und die EU an den Pranger stellen und sagen, wir seien das zu soft. Also das haben uns Journalisten gesagt. Ich will dir das nur sagen, dass du vielleicht, wenn du mit dem amerikanischen Botschafter auch sprichst und sagst, wir sind überhaupt nicht soft. Wir haben gerade einen ganz
sehr starkes Statement, das jetzt rausgeht wegen Bulatov. Und wir gehen auch in die Richtung, wir hängen das nun nicht an die große Glocke, weil das sehr viel effektiver ist, wenn wir das so machen, wie du und ich das besprochen haben. Aber es ärgert mich, wenn die Presse jetzt da berichtet, hier die EU ist nicht auf der Seite der Freiheiten. Aber Helga, da müssen wir auch im Klaren sein, wir sind nicht in einem Rennen, wer stärker vorgeht. Ja, wir haben andere Instrumente und gut, dass wir... Ja, Jan, aber du verstehst du schon, es ist hier natürlich auch eine Frage, wie die, ich möchte nicht, dass hier Cathy beschädigt wird oder dass wir beschädigt werden, dass wir hier in diese Ecke gestellt werden. Das ist natürlich auch, hat hier ja politisch auch eine andere Bedeutung. Das geht nicht. Cathy wird das auch mit Kerry ansprechen. Ich will nur, dass du das weißt. Wir sollen jetzt hier nicht in Wettrennen gehen, aber das ist wirklich sehr unfair, wenn sie das verbreiten. Ja. Ich werde dir gleich schreiben, ich habe eben vor ein paar Minuten erfahren von einem neuen Vorschlag von der Opposition an den Präsidenten und ich werde das gleich schreiben und an Katja und dann dich direkt lassen. Ja? Okay, alles klar. Danke, gut. Danke. Danke, tschüss. Dir, danke. Tschüss. Tschüss. Sie hören jetzt den dritten Teil der Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio am 13. Februar 2014. Mein Name ist Volker Reusing. Ja, im Angesicht der wiederholter Weltkriegsgefahren und Machenschaften von Finanzeliten und Thinktanks und da scheint auf den ersten Blick ist beinahe zu verblassen, wie Länder buchstäblich ausgenommen werden für Gläubiger, Interessen privater Gläubiger. Aber in unserer Sendung heißt ja nicht nur Macht, sondern Macht und Menschenrechte. Und wir möchten uns, wenden uns im dritten Teil wieder Griechenland zu. Dort habe ich die Ehre gehabt zu sprechen mit Herrn Leonidas Chrysantopoulos. Herr Chrysantopoulos ist Botschafter gewesen, ist jetzt im Ruhestand Griechenlands, verschiedenen westlichen Ländern und Herr Chrysantopoulos ist bevor er in Ruhestand gewesen ist, zuletzt befasst gewesen mit einer Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit der Länder rund um das Schwarze Meer. Und vielleicht auch eine Perspektive zur Völkerverständigung. Und zur Ukraine hat der Chrysantopoulos auch kritisiert, dass es überhaupt nicht diplomatischen Gepflogenheiten entspricht, dass unser damaliger noch Außenminister, Herr Dr. Westerwelle, wo er noch Außenminister war, bei der Ukraine mit bei den Protestierenden gewesen ist. Es tut mir persönlich in der Seele weh, weil Herr Dr. Westerwelle eine sehr positive, mäßigende Rolle gespielt zu haben scheint, als es Ende August, Anfang September beinahe zum Weltkrieg anlässlich Syriens gekommen wäre. Und dass er nicht eine gleichermaßen mäßigende Rolle gespielt hat, zumindest ist es nicht sichtbar geworden, dass er es getan hätte bei der Ukraine. Aber ich möchte nun doch zu Griechenland sprechen kommen. Und Herr Chrysantopoulos ist heute Vorstandsmitglied in der griechischen Bewegung EPAM, die Zerstörung Griechenlands durch die Auflagen der Troika vor allem verhindern will und die sich einsetzt vor allem auch zum Erhalt des griechischen Sozialstaates und auch für eine neue griechische Verfassung und für den Austritt Griechenlands, zu aller mindestens aus der Währung Euro. Inzwischen auch aus der EU. Bevor das Interview gleich abgespielt wird, möchte ich mich schon mal jetzt für Ihr Zuhören bedanken. Die nächste Sendung, wenn die Welt bis dahin noch steht, werden wir mit seinem Donnerstag, den 27. Februar 2014, wieder um 19 Uhr und ich bitte jetzt um das Abspielen des Interviews mit Herrn Chrysantopoulos. Wie gesagt, die Partei von ihm heißt EPAM.
man findet sie unter EPAM Hellas und unter EPAM International. Danke fürs Zuhören für heute und jetzt bitte ich um Abspielen des Interviews. Hier ist das Interview mit Herrn Leonidas Chrysantopoulos vom Vorstand der griechischen Partei EPAM. Herr Chrysantopoulos ist Botschafter im Ruhestand, hat Griechenland als Botschafter mehreren Staaten vertreten. Herr Chrysantopoulos, wir möchten Ihnen folgende Fragen stellen. In Ihrer aktiven politischen Karriere sind Sie ein hochrangiger Diplomat gewesen. Was hat Sie bewegt, sich in der Politik zu engagieren? Mr. Chrysantopoulos, in your active professional career, you have been a high-ranking diplomat. What has moved you to engage in the policy? Yes, I'm actually a third-generation diplomat. My grandfather was a diplomat, my father was a diplomat, and I, myself. And we had all, through our careers, we were focused on working for the interest of Greece and to promote Greece and to make Greece a strong country. When I saw that Greece was being destroyed by a group, by a regime that was bent on destroying this country, I became angry. I became very angry because all the efforts of my father, my grandfather, and of other Greeks who struggled for all these years were in vain. So I decided to fight, and it's the only possible way that I could fight was by using my diplomatic abilities in politics. And I thought that EPAM, was the best political party because its aim was to save Greece from destruction. Herr Botschafter Chrysantopoulos stammt aus einer Diplomatenfamilie. Sein Vater war ebenfalls griechischer Diplomat und sie haben sich immer dafür eingesetzt, Griechenland zu fördern. Und als er gesehen hat, dass Griechenland dabei ist, zerstört zu werden von einem, in Anführungsstrichen, Regime, mit welches im Blick hat, Griechenland zu zerstören, ist ja sehr ärgerlich geworden, weil das all die Arbeit, all die Bemühungen, Griechenland voranzubringen, all die Jahre unterminiert und zerstört. Und die Lösung dagegen vorzugehen, ist, seine diplomatischen Fähigkeiten zu nutzen in der Politik. Und die Partei EPAM, die Griechenland bewahren will, ist da für ihn die beste Partei in Griechenland. In einem Interview mit Millstone News sagen Sie, dass es Richtlinien gibt für die griechischen Medien, was sie zu sagen haben und was sie nicht zu sagen haben. Können Sie einige Beispiele geben? In an interview with Millstone News, you say that there are guidelines for the Greek media, what to say and what not to say. Can you give some examples? Yes, last January, the Greek Media Council issued a guideline for the press, telling them that, and for the television, telling them that they should not show pictures of poor people, of hungry people, of homeless people, or in general, the negative results of the crisis, because it's not good for the psychology of the people. That's one case. The other case was a friend of mine who wrote an article that was critical of the government. He sent it to a Greek liberal magazine to publish it, and they refused to publish it because they were afraid that they might be sued. Ja, im Januar 2013 hat der griechische Medienrat Richtlinien veröffentlicht. Sie konzentrieren sich auf das griechische Fernsehen, dass sie keine Bilder zeigen sollen von hungrigen und armen Menschen und überhaupt von den negativen Konsequenzen der Sparmaßnahmen.
weil das den Leuten ja das psychologisch negativ für die Leute sei. Und ein Freund von Herrn Botschafter Chrysanthopoulos hat einen Artikel entworfen für ein griechisches liberales Magazin, und das Magazin hat diesen Artikel abgelehnt, weil sie Angst hatten, verklagt zu werden. These guidelines refer to other issues than showing poverty. These are the examples that I know of, but the mainstream press, for example, does not publish anything about EPAM. We have tried to get into contact with them, they get into contact with us, but they don't publish anything, they don't mention anything about EPAM. For example, another example. Ja, meine Frage, ob es noch weitere Dinge gibt, worauf sich diese Richtlinien für die griechischen Medien beziehen. Sagt der Botschafter Chrysanthopoulos, zum Beispiel wird seine Partei EPAM in den griechischen Massenmedien nicht gebracht. Es gab Gespräche, die Massenmedien sind auch auf EPAM zugegangen, aber sie veröffentlichen nichts über EPAM. Auch das ist ein Beispiel, wenn man die Medien begrenzt. Excuse me, there are some noises in the background. I hear you perfectly. So maybe some noises from the keyboard or so. Okay. Wie hat sich die Situation in Griechenland entwickelt bezüglich des Fernsehsenders ERT, seit sie begonnen haben, von der Straße zu senden? How has the situation developed regarding the TV station ERT since they have started to broadcast from the street? Well, actually, the broadcast from the street took place after the police raided the main building in Athens. Now they are broadcasting from Thessaloniki, from their building there, and it's listened to throughout Greece. Plus, ETH has 8 or 9 regional radio stations, which is the only free media that exists in Greece today. So we can listen to it either through television in some areas, but mainly we get it on the website through computer. But the radio stations we can hear all over Greece. Yeah. Die Sender ERT hat begonnen, von der Straße zu senden, nachdem das Hauptgebäude von der Polizei in Athen geräumt worden ist. Nun senden sie inzwischen aber von ihrer Filiale in Thessaloniki, sind das einzige freie Radio, welches griechenlandweit zu empfangen ist. Und man kann es allerdings auch übers Internet empfangen. Ich würde gerne eine Frage ergänzen. I would like to add a question. In how far is the program of ERT freer than the program of other media? Well, it is absolutely free. It is not under the control of the government, and they emphasize it's very objective. And it covers all kinds of demonstrations against the government. It speaks about what is going on in Greece, the problems, and it actually does the opposite of what the guidelines that were issued last year say. It shows the problems of the people. It has interviews with the people. It has interviews and it promotes the political parties that are anti-memoranda, like EPAM and other political parties.
For example, Syriza, the head of Syriza, has refused to make any kind of speeches or to present himself at the so-called new public television that has been opened. So the opposition, everybody in the opposition, goes and makes their statements and are interviewed by ERT. Okay. Ja, von der Frage, inwieweit ist denn ERT tatsächlich freier als andere griechische Medien? Als der Antwort, ERT ist nicht unter der Kontrolle der Regierung. Sie zeigen zum Beispiel Demonstrationen gegen die Regierung und sie zeigen die Probleme des Landes und passen sich nicht so an oder handeln auch entgegengesetzt diesen Richtlinien. Sie zeigen auch die Parteien, die gegen diese Memoranda mit den Sparmaßnahmen sind, einschließlich EPAM. Alexis Tsipras, der Vorsitzende der Partei Syriza, hat es abgelehnt, gegenüber dem neuen staatlichen Fernsehen Griechenlands zu sprechen. Und man kann sagen, die Oppositionsparteien sprechen mit ERT anstatt mit dem staatlichen griechischen Fernsehen. You have told in other medium that the mercenary company Academy, former Blackwater, is at Greece. What does Academy at Greece? Yes, this was an old story that started actually almost 2 years ago when the Minister of Public Order. On the 1st of August in the Athens News, he mentioned that they would hire private security to guard the parliament. A question was raised by Syriza in the Greek parliament about the story, which was never replied in an efficient way. But recently, the company that is dealing with mining gold in northern Greece, in Skouries, the Canadian company, it made an announcement. No, actually, it was not the company that made an announcement. It was the Greek security people working at that company who said that they would soon be fired because the company was going to hire a foreign security firm. Perhaps it was Academy. This was not clarified. But whether they are in Greece or not, I have the impression that they are, because when we saw the demonstrations a couple of months ago up in that area where the people were protesting against the continuation of the gold mining, we saw this on the videos. We saw strange police that were all dressed in black, wearing helmets, masks, and carrying heavy weapons. These we have never seen before. So there is a presumption, and these police were also not speaking. They were not conversing with the population. They were just there like robots, silent robots. So we have the impression that these may be from an academy-type organization of security that the Greek government is using. Ja, die Frage, der Botschafter Chrysantopoulos hatte einem anderen Medium gesagt, ich meine mich zu erinnern, dass es gegenüber Heise gewesen wäre, dass die Söldnerfirma Academy, früher Blackwater in Griechenland sei und was damit auf sich hat. Griechischer Regierungschef, seine Exzellenz Herr Samaras, hat Medium gegenüber angedeutet, dass man private Sicherheitskräfte einsetzen würde. Dazu gab es in dem Zusammenhang auch eine Anfrage von Syriza. Eine weitere Spur
ist, dass Beschäftigte im griechischen Sicherheitsgewerbe sagten, dass man sie voraussichtlich ihnen kündigen würde, sie ersetzen würde. Und es gibt Bilder von Protesten gegen Goldbergbau in Griechenland. Dort wurden Sicherheitskräfte eingesetzt, die ganz andere Uniformen hatten, als man sie von der griechischen Polizei kennt, die schwere Waffen getragen haben, was die griechische Polizei auch nicht unbedingt hat. Und sie haben auch nicht mit der Bevölkerung gesprochen, also als ob sie kein Griechisch sprechen würden. I think as I have read an interview of Heise with you, the medium from the telepost from Heise, I think that you have said that there possibly also are mercenaries or private security firms guarding the parliament, if I got it right. Well, this is what the minister Vendias had said, but the guarding of the parliament does not belong to the responsibility of the government. It's the responsibility of parliament itself and of the president of the parliament. Now, today, parliament, as we, when we walk, when there are demonstrations, it's the anti-riot police that is guarding it. I mean, I have not seen personally outside the parliament people from that would look as coming from a foreign security from its foreign security organization. Okay. Ja, Christantopoulos hat, soweit ich mich entsinne, gegenüber Heise, ich glaube, es war Telepolis von Heise, gesagt, dass private Sicherheitskräfte eingesetzt werden sollten, dass das vorgesehen sei zum Schutz des Parlaments. Ja, das war das, was der griechische Innenminister gesagt hat. Aber die Regierung ist nicht zuständig, die Sicherung des Parlaments zu organisieren. Und das, was man sieht bei Massendemonstrationen vor dem Parlament, ist die Anti-Aufruhr-Polizei Griechenlands. Private Sicherheitskräfte sind entgegen der damaligen Ankündigung bei dem griechischen Parlament nicht zu sehen gewesen. Now I would like to come to the results of the austerity measures. Nun würde ich gerne kommen zu den Folgen der Sparmaßnahmen. Gibt es Schätzungen, wie viele Menschen hungern in Griechenland und welche Bevölkerungsgruppen am meisten betroffen sind von Hunger? Are there estimations how many people are starving in Greece and which groups of the population are most affected by starvation? Yes, I do not think that we have starvation in Greece. Starvation is an extreme form of hunger. Starvation we had in the time of the Second World War and the occupation back in 1942, where people were dying in the streets. What we have in Greece is malnutrition, which is that people are reducing their food input so that they could pay their taxes, that they could pay their bills. Basically, we have seen this in schools, in primary schools, where children come undernourished. And I cannot tell you about the estimations. I do not have any data, and whatever I would say would be wrong. But from reports that I am reading, I see that basically it is the young people and the school children, mainly in the countryside, that appear at schools and that are undernourished or malnutrited, but we have no starvation. And I have read in the newspaper recently that one man was found dead in the center of Athens, and he had died of hunger. Now, I don't have his medical report, but it could have been for many reasons, plus the fact that his system was weakened by malnutrition and he died. Ja,
es gibt in dem Sinne in Griechenland keinen Hunger. Was das englische Wort Starvation sagen würde, Hunger ist eine extreme Form. Das hat man gehabt im Zweiten Weltkrieg in Griechenland. Aber es gibt Mangelernährung, also reduzierte Nahrungsaufnahme, um Rechnungen zu bezahlen, um Schulden zu bezahlen. Und es gibt Beispiele von Schulkindern, vor allem auf dem Land, wo man auch neben Mangelernährung auch Unterernährung gesehen hat. Und Herr Botschafter Chrysanthopoulos hat über einen Fall gesprochen, wo ein Mann in Griechenland gestorben ist wegen Mangel oder Unterernährung. Er kennt nicht seine er kennt jetzt nicht seine medizinischen Aufzeichnungen, was mit dem Mann gewesen ist, aber ein Todesfall ist bekannt, der zumindest mit Mangel oder Unterernährung zusammenhängt. Innerhalb der universellen Menschenrechte ist das Menschenrecht auf Gesundheit in Artikel 12 UNO-Sozialpakt das einzige, welches das für die jeweilige Person höchst erreichbare Maß garantiert. Welche Auswirkungen haben die Sparmaßnahmen gehabt auf die Verwirklichung dieses Menschenrechts? Within the Universal Human Rights, the Human Right to Health, Article 12 UN Social Pact is the only one which guarantees the for the respective person highest attainable standard. Which effects have the austerity measures had on the realization of this human right? Totally opposite effects. Because from a high standard of living that about 95% of the Greek population enjoyed before 2009, now that has dropped. Poverty level has increased. More people are poor. We have in Athens about 25,000 homeless people, which we never had before. We have food lines organized by charities. There are many people lining up for food, even people who 1 or 2 years ago were very respectable, well off, have had had a very nice life. So it's been a disaster for the Greek society. And it has actually destroyed the structure of Greek society. These measures that have been taken, which not only are against the Article 12, as you mentioned, but they also violate the Lisbon Treaty. Die Auswirkungen der Sparmaßnahmen wirken das Gegenteil von dem, wofür das Menschenrecht auf Gesundheit steht. Vor den Sparmaßnahmen haben 95% der Griechen einen hohen Lebensstandard gehabt. Nun ist die Armut deutlich gestiegen. Es gibt Schlangen für Lebensmittelvergabe, die von gemeinnützigen Organisationen, Wohltätigkeitsorganisationen organisiert wird. Das ist ein Desaster für die griechische Gesellschaft. What do you know about the development of the medical supply? The supply was medicaments and medical services in Greece. Well, the whole health system in Greece has collapsed because of the measures imposed upon Greece by the Troika. We have social medical hospitals that are working free. They're basically based, one big one we have in Athens, which is based there where the old airport was, and they take care of people that don't have any financial means, either to buy medicine or to have any kind of medical treatment.
So we have many cases of people whose health has been harmed because of this, and we are very happy that you have made this complaint to the criminal court at The Hague, and I would like to congratulate you for this initiative, and we are also collecting some written witness reports that we will send also to The Hague in order to enhance the file that Sarah and you have made. So from that point of view, we would like to express our appreciation on behalf of those people of Greece that have suffered so much in their health. You see me, you hear me, I'm somehow moved. I will translate. Die medizinische Versorgung des Gesundheitssystems ist zusammengebrochen aufgrund der Maßnahmen, die durch die Troika auferlegt worden sind. Es gibt ehrenamtliche geschaffene Gesundheitseinrichtungen, die kostenlose medizinische Versorgung, also mit Medikamenten und auch mit medizinischen Dienstleistungen bereitstellen für Menschen, die dafür keine finanziellen Mittel mehr haben. Und viele Leute sind in ihrer Gesundheit geschädigt worden aufgrund der Sparmaßnahmen. Herr Botschafter Chrysantopoulos gratuliert meiner Frau Sarah und mir für den Schritt, dass wir und er sagt, er ist glücklich für diesen Schritt, dass wir die Anzeige geschrieben haben, ich möchte ergänzen, gegen Unbekannt, in Den Haag, im Zusammenhang mit der Schädigung der Gesundheit der Griechen. Und sie werden Zeugenaussagen sammeln von Leuten, deren Gesundheit geschädigt worden ist durch diese Sparmaßnahmen, und das, werden diese nach Den Haag schicken. Und er möchte uns mitteilen, dass die Menschen, die dort geschädigt worden sind, in deren Namen möchte er mitteilen, dass sie unsere Initiative begrüßen. Thank you. Wie sollte ein gerechter Kompromiss aussehen zwischen den Rechten der Bevölkerung und den Rechten der Gläubiger Griechenlands? Welche Forderungen oder Vorschläge hat Ihr Kongress im November 2013 zu dieser Frage gebracht? How should a just compromise between the rights of the population and the rights of the creditors of Greece look like? Which demands or proposals has your Congress, the EPAM Congress, in November 2013 brought on this question? Well, there will be no compromise. Actually, what will EPAM do, not only EPAM, but perhaps also other anti-memoranda parties, but basically it, EPAM will denounce the loan facility agreement of May 2010 signed between Greece and the member states of the Eurozone. The denouncement will be based on Articles 48 to 52 of the Vienna Convention of the United Nations concerning the law of treaties. These articles anticipate the invalidity of treaties if there was an error in the treaty, fraud, coercion of a representative of a state, and coercion of a state by the threat of use of force. Can you repeat the third point? Before threat, what was the third point? Error, fraud? It was error, fraud, coercion.
When you blackmail, when you exert pressure on the representative of the state. Okay. And furthermore, EPAM will ask that compensation be given to Greece by the EU for damages done to the country. There is an article in the Article 41.3 of the Charter of the Fundamental Rights of the EU, which is incorporated in the Lisbon Treaty, that mentions that every person has the right to have the union make good any damage caused by its institutions or by its servants in the performance of their duties. This would allow Greece to take the necessary measures to repair the damages done and at the same time instigate development. Okay. Ja, auf meine Frage nach einem möglichen gerechten Kompromiss zwischen den Einwohnern und den Gläubigern Griechenlands und welche Ergebnisse hierzu die Konferenz von EPAM im November 2013 gebracht hat, sagt Herr Botschafter Chrysanthopoulos, dass es da keinen Kompromiss geben soll. Vor allem EPAM, aber auch die anderen Parteien, die gegen diese Memoranda sind mit den Sparauflagen, weisen die Vereinbarung, die schon 2010 getroffen ist, ich möchte die Erläuterung ergänzen, die sogenannte Griechenlandhilfe, bereits zurück und beziehen sich dabei auf die Artikel 48 bis 52 der Wiener Vertragsrechtskonvention. Danach kann man geltend machen, dass man an internationale Verträge nicht gebunden ist, dass sie ungültig sind, unter anderem in Fällen von Irrtum, von Betrug, auch wenn ein Land, wenn ein Land nicht richtig dabei vertreten worden ist, oder auch wenn ein Land auf eine nicht hinnehmbare Weise unter Druck gesetzt worden ist, einen Vertrag abzuschließen. Und du siehst, Articles 41 to 43 belong to the TFEU or to the EU Basic Rights Charter? Article 41.3 is the Charter of Fundamental Rights of the EU, which is incorporated in the Lisbon Treaty. Okay. Und Sie berufen sich auf die Artikel 41 bis 43 EU-Grundrechtecharta, die ihm verbindlich gemacht worden ist durch den Lissabon-Vertrag, und wollen Schadensersatz für die Schädigung der Renten in Griechenland durch die Sparauflagen. Can you explain which rights are included in these articles 41 to 43? So it's one article. It's 41. It's article 41, paragraph 3. Ah, 41, paragraph 3. Okay. And I will I will look for the article one moment. Yeah. Every person has a right to have the union make good any damage caused by its institutions or by its servants in the performance of their duties in accordance with the general principles come to the laws of the member states. Yes. Exactly. I understand. Well, die EU Grundrechtecharta enthält auch ein Recht auf soziale Sicherheit und soziale Unterstützung. The EU Basic Rights Charter also contains a right to social security and social assistance. Yes, of course. Article 34. Yes, on social security and social assistance, yes. I mean, I have a whole list of violations of the Lisbon Treaty that have been made by the measures imposed by the Troika. Ich habe dann erwähnt, dass es einen Artikel 34 gibt, Recht auf soziale Sicherheit und soziale Unterstützung.
Herr Chrysantopoulos hat eine lange Liste, natürlich, von Vorschriften des EU-Primärrechts, stand vom Lissabon-Vertrag, die verletzt werden von der Troika. What are the main I would like to ask some question. What shall happen? What shall be done with the debts of Greece? Was soll mit den Schulden Griechenlands geschehen? Once we denounce the agreement of May 2010, the loan facility agreement, there will be no debt. The debt will be zero. The debt will be? I'm sorry. Zero. Ah, you say, so you reduce the debt, you would reduce the debt to zero. Yes, if when we denounced the loan agreement of May 2010 on the basis of the articles 48 to 52 of the Vienna Convention concerning the law of treaties. Also die Schulden sollen im Zusammenhang mit dem Widerrufen der Vereinbarung Griechenlandhilfe auf Null gesenkt werden. Do you want to reduce all debts of Greece to zero, or only the debts which are related to the so-called Greece support from May 2010? Basically those, yeah. Basically those that were realized after May 2010. Also die Schulden, die infolge dieser Vereinbarung entstanden sind, die sollen auf Null gesenkt werden. And what shall happen with the other debts? Well, since we will, these are not much, but since we will start, we will not have to pay all these loans, all these interests, we will have the money to develop the country, and plus the normal loans that we have from the past would be able to be taken care of. Also der Schuldendienst muss, wenn man sich dann zuwendet den Schulden, die man vor dieser Vereinbarung hatte, der Schuldendienst muss noch genug Raum lassen, das Land zu entwickeln. Und dann muss man sich darum kümmern, die Schulden zu bezahlen, die normalen Schulden, die man vorher gehabt hat. Aber es muss noch genug Raum lassen, das Land zu entwickeln. And it will also be, and we will also be assisted by the compensation that we will receive for the damages done to Greece, which compensation we would estimate to be, in conservative terms, the amount of the so-called debt that the EU says that we have. Und die Schuldenreduzierung wird dann auch stark unterstützt werden durch die Veröffentlichung der Schäden, die man Griechenland verursacht hat. Und Herr Chrysantopoulos schätzt grob, er sagt, die Schadensersatzansprüche Griechenlands auf ungefähr die Höhe der Schulden, die Griechenland vorher gehabt hat. It would be very, very interesting to see the numbers as the figures on this. Yes, this is we are working on them, but roughly the estimate comes to about what they consider to be our debt. I mean, about 325 billion euros. The damage that has been done to Greece because the whole social structure of the country has been dismantled. You estimate, if I get you correctly, the compensation that Greece needs to get as a right to get at about 325 billions. Yes, which is roughly the amount of the debt that the EU says that we have. Ah, okay.
Herr Chrysantopoulos schätzt die Schadensersatzansprüche, die Griechenland hat durch die Zerstörung des Sozialsystems, auf rund 325 Milliarden Euro, was nicht so weit weg ist von den Schulden, was die EU sagt, die Griechenland hat. Okay. Now I would like to learn more about your party. What are the main objectives of EPAM? Yes, was sind die Hauptziele von EPAM? First of all, this, our Secretary General is Dimitris Kazakis. He is an economist by profession. And our party was created in the wake of the street demonstrations of 2010 that were protesting against the signature of the May 2010 agreement, which has led Greece to this destruction. The basic five aims of EPAM is the non-recognition of the first one is the non-recognition of the public debt. The second one is the immediate abolition of the austerity measures. The third is exit from the Eurozone and the European Union at a later stage. The fourth is that the responsible politicians, the responsible for this, for the destruction of the country politicians, be brought to justice. And the fifth one is the methodology, which would be as soon as the present government collapses, a provisional government made of anti-memoranda personalities be created that will call for elections for a constituent assembly in order to make a new constitution and then hold general elections that would be based on the new constitution. These are the five main points that are included in the founding declaration of EPAM. Okay. Die Partei EPAM ist gegründet worden in 2010. Eine der wichtigsten Personen bei der Gründung der Partei war ihr Generalsekretär, Herr Dimitris Kazakis, ein Ökonom. Die Partei ist entstanden aus den Demonstrationen gegen das Memorandum von Mai 2010. Und ja, zu den Hauptforderungen von EPAM gehören die Nicht-Anerkennung der öffentlichen Schulden, der Ausstieg aus dem Euro, aus der Europäischen Union und aus der NATO, der Stopp der Sparmaßnahmen und dass die Leute zur Rechenschaft gezogen werden, die hier die Schäden verursacht haben, auch die griechischen Politiker, also justiziell. Und EPAM will eine verfassungsgebende Versammlung und nach dieser verfassungsgebenden Versammlung dann Neuwahlen. Ich würde gerne verstehen, wie sollen die Personen, die den Schaden verursacht haben, vor die Justiz gebracht werden? How shall the persons who have created that damage be drawn before the justice? We have an article. We have an article in the Greek Constitution that anticipates that they would go there for treason, and plus all the civil servants also who have participated in the destruction of the state, because we have a article in the civil servant statute, which says that the civil servants are obliged not to implement laws that are unconstitutional. Ja, meine Frage, wie die Leute, die diese Schäden verursacht haben, justiziell belangt werden sollen, ist die Antwort, dass die Leute belangt werden sollen, die Hochverrat begangen haben. Und das Weiteren,
gibt es im Gesetz über die Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine Vorschrift, dass der öffentliche Dienst keine Vorschriften umsetzen darf, die verfassungswidrig sind. If I got you correctly, you do not only want to exit the Eurozone, but also the European Union and the NATO? No, NATO, I did not mention anything about NATO, but I mentioned about the European Union, because we joined the European Union for three reasons. The first reason was to establish, to consolidate our democracy, because we had just come out after a seven-year dictatorship. But now we see that there is no democracy in the European Union itself. The second reason was for economic development, which we achieved only to have it destroyed in the last three or four years. And the third reason is to protect Greece from attacks of third countries. Today, we do not think that the EU is in a position to protect any of its members against attack from third countries. So consequently, the reason that drove us to join the European Union no longer exists. And since they no longer exist, there is no reason for us to remain. Okay. Ich bin nochmal eingegangen auf die Frage des Austritts. Ich habe es eben an eine wichtige Sache falsch verstanden. Herr Botschafter Chrysantopoulos hat nichts von einem NATO-Austritt gesagt. Das habe ich, da habe ich mich verhört. Bitte um Entschuldigung. EPAM spricht sich aus, nicht nur für einen Austritt aus der Eurozone, sondern auch aus der EU. Denn man ist mit drei Zielen in die EU gegangen. Die Demokratie sollte stabilisiert werden. Das Land sollte weiterentwickelt werden und Griechenland sollte geschützt werden gegenüber Drittstaaten. Nun hat sich herausgestellt, dass in der EU keine Demokratie existiert. Auch der Entwicklung des Landes hat es nicht geholfen. Und geschützt wird Griechenland durch die EU auch nicht. Und wenn diese Ziele in der EU für Griechenland nicht zu verwirklichen sind, dann ist es das Beste auszutreten. Why do you want a new Greek constitution and what do you want to change in comparison to the actual one? Warum wollen Sie eine neue griechische Verfassung und was wollen Sie ändern im Vergleich zur gegenwärtigen? Well, basically, we need a constitution that would be more democratic and that would guarantee a separation of justice, of the executive, and of the parliament. Three separate entities that are like in all democratic countries. Perhaps we would need a constitutional court to guarantee that our constitution is not violated, like the one that Portugal has. That's a very effective constitution. Right? And also, perhaps, to limit the duration that a member of parliament can stay in parliament up to two terms. In this way, we stop having politicians becoming a profession and have it only as a duty. They do it for 6 years or 8 years, and then if they are good, they can do something else useful for the country in another area. They do not have to become professional members of parliament, which also increases the possibility of also becoming corrupt the longer they stay, as we have seen in reality. And these are some of the elements that we intend to put, and also perhaps having the president of the country
being elected directly by the people rather than by the parliament. But these are things that will have to be examined by the constituent assembly. Ja, also das, was eine neue Verfassung für Griechenland bringen soll, ist vor allem, sie soll demokratischer sein, mit einer klaren Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative. Vielleicht soll ein Verfassungsgericht eingeführt werden, und zwar nach dem Vorbild Portugals. Es soll die Amtszeit begrenzt werden auf 2 Amtszeiten. Das würde heißen, Politiker wären dann im Nationalparlament maximal 6 bis 8 Jahre. Es soll die Politik im Parlament begriffen werden als eine Pflicht und nicht als ein eigenständiger Berufszweig. Und wenn Politiker zu lange im Parlament sind, erhöht es die Wahrscheinlichkeit der Korruption. Vielleicht soll auch der Präsident Griechenlands direkt gewählt werden, aber man muss sehen, was die verfassungsgebende Versammlung beschließen wird. Was denken Sie von den Bonusstimmen, die heute Nea Demokratica als als stärkste Partei im Parlament hat? What do you think about the bonus votes which today Nea Demokratica has as the strongest party in the parliament? Well, I don't think that they will be the strongest party in the parliament if we have general elections. The general elections will be won by the anti-memoranda parties, because the Greek people can no longer tolerate what is going on in their country. By the way, since I have this opportunity, I would like to make I would like to mention of a problem that the Athens government is creating in view of the elections of European Parliament. They are trying to increase the abstention of Greeks in the European Parliament, and I will explain to you how it is happening. We have a law that was taken in 2010 by which the European elections are held at the same day with municipal elections. Now, municipal elections have 2 rounds. I mean, if there is a second round for some areas of Greece where they were not able to get majority, then they have a second round. That's one aspect. Now, the Greek government is preparing a law that will put the second round of the municipal elections to coincide with the European elections, plus the fact that they would no longer allow people who vote in the countryside to vote at the place that they work. This means that the people will have to go to the first round to the countryside to vote, and this costs money, and most people don't have money. Thus, they will not be allowed to go to the second round. For financial reasons, they cannot afford. Only those who would vote for the mainstream parties, who have the money, and they will be taken by bus, all expenses paid, to the countryside to vote. In this way, they are going to play against the right of the Greek people to vote in a democratic European election, and they are taking advantage of the financial crisis and the fact that the people who want to vote against them don't have the money to do so. And I condemn this. It is in the process of being adopted.
It hasn't been adopted yet. Okay. It's complicated. I don't know if I was able to explain myself. No problem. I have understood. I just had to note it down. Sure. Ja, wegen der neuen Verfassung habe ich ein weiteres demokratisches Problem angesprochen, nämlich die Bonusstimmen, die die stärkste Partei im Parlament bekommt, derzeit Nea Demokratica. Und ich habe Herrn Botschafter Chrysantopoulos gefragt, was er dazu denkt. Er sieht es so, dass bei den nächsten Wahlen Nea Demokratica nicht mehr die stärkste Partei sein wird, sondern dass dann die Parteien, die gegen die Memoranda sind, stärker sein werden. Er sieht allerdings, und bei der Gelegenheit, was macht er darauf aufmerksam, ein Problem mit den Europawahlen. Und zwar dem Zeitpunkt. Es gibt ein Gesetz, beziehungsweise einen Gesetzentwurf, der festlegen soll, dass die zweite Runde der Kommunalwahlen genau an dem Tag sein soll, gleichzeitig mit den Europawahlen in Griechenland. Und bei den Kommunalwahlen, da gibt es eben, wenn ich es richtig verstanden habe, sowas wie Stichwahlen. Und das Problem ist, die Leute müssen da wählen, wo sie wohnen. Sie können nicht mehr, wie es mal der Fall gewesen ist, dort wählen, wo ihr Arbeitsplatz ist. Wenn also die Leute bei den Kommunalwahlen, viele Leute sind ja durch die Krise verarmt, in ihrem Wohnort fahren, von ihrem Ort, wo sie arbeiten, und das Geld für die Fahrt ausgeben, um an der ersten Runde der Kommunalwahlen mitwählen zu können, dann werden viele nicht mehr das Geld haben für die zweite Runde der Kommunalwahlen, am gleichen Tag, wo die Europawahlen sind. Die Leute werden davon abgelenkt, die Leute, die sich nur eine Fahrt leisten können, an den Europawahlen teilzunehmen. Das Gesetz würde dafür sorgen, die Wahlbeteiligung der griechischen Wähler zu reduzieren. Und Herr Chrysantopoulos verurteilt diesen Schritt. Wo können wir mehr Informationen über Ihre Partei bekommen? Where can we get more pieces of information about your party? Well, it is on the internet. We have www.pamelas.gr, and also on www.epaminternational.wordpress.gr. Weitere Informationen über die Partei EPAM gibt es unter www.epamhellas.gr und unter www.epaminternational in einem Wort.wordpress.gr. Vielen Dank fürs Interview. Many thanks for the interview. I also thank you.